Ganz einfach. Das durfte mit dem Blamieren sind wir zu besoffen. Das stimmt, jetzt müssen wir wieder seriös sein. Ja? Wir nehmen auf jetzt. Ab jetzt. Ab jetzt nehmen wir auf. Mhm. Keine rassistischen Witze mehr, ne? Wer seid ihr Deathmatter? Ah, hier, das wollte ich dir wieder durchleiten, oder? Florian, kannst du nochmal mit Matthias Holzapfelkuchen nehmen? Irgendwie klappt das immer noch nicht. Es ist einfach noch nicht am Rechner, hat er geschrieben. Der hat sich nur proberweise. Der Sache läuft alles. Eine Minute, Leute. Wir gehen dann auch live parallel auf Twitch. Wo gibt es denn mal eine Uhr, wo man sehen kann, wie die Sekunden aussehen? So? So was gibt es denn hier unter Android? Das ist, die Zeiten sind vorbei. Das gibt es garantiert irgendwo. Also mal. So, Uhr hier. Also meine sagt. Stoppuhr, Timer, Weltuhr. Wir sind damit. Hier, da. Wir haben noch gleich 20 Sekunden. Crazy. Ja, schön, dass ihr da wart. Wir gehen langsam. Sag mal, wie oft denn wir jetzt noch hier live. Einverständnisse klicken? Mann, ey. Wir sind jetzt live. Wahnsinn. Wir haben auch noch nicht angefangen. Mach das genau auf die Sekunde. 20 Uhr, Doppelaula, Kummer und irgendwie geht hier auch gleich ein Alarm los. Wir sind's, wir sind beim nächsten Biertasting heute mit, ich weiß auch nicht, das klären wir gleich, ich bin mir etwas unsicher. Wir stellen uns einmal kurz vor und dann gehen wir auch gleich ins erste Bier und ihr wisst ja alle, die Regeln kennt ihr, keiner quatscht dazwischen, Musik können wir nicht spielen. Und los geht's. Und ich denke, wir starten mit unseren sogenannten Stargästen. Ja, ich meine, allein unter Wölfen, dachte ich mir, aber stattdessen sind Schafe bei rausgekommen. Stellt euch mal einmal kurz vor, fangen wir mit dir an. Ja, moin die Runde. Kummer von Endseeker hier. Ich spiele Schlagzeug bei Endseeker und sitze hier in meinem Arbeitszimmer zusammen mit diesem Waldschrat und Danny. Und genau. Los haben wir auf jeden Fall schon mal. Ja, vielleicht können wir noch dazu sagen, wir machen ja das Lieblingsgenre von Gunnar. Also wir spielen ja Death Metal. Jeder weiß, das ist genau sein Ding. Und wir freuen uns total, dass wir uns ja heute ein bisschen gesittet alkoholisieren können, ja. Das werden wir noch sehen, ob das gesittet ist. Ja. Dann heute von der Stimme aus dem Off zum Co-Moderator befördert. Zum ersten Mal live dabei. Bitte nicht wieder wählen, Florian. Hallo. Florian von Metality. Die meisten kennen mich schon, weil ich schon die ganzen letzten Male immer dazwischen gequatscht habe. Diesmal offizieller Co-Moderator. Heute ein bisschen erkältet, deshalb die Stimme ein bisschen anders als aus dem Off. Das liegt nicht am neuen Mikro. Aber ja, wird schon werden. Alles Lügen, oder? Aber natürlich haben wir den wichtigsten Mann bis Ende aufgehoben. Und das wäre unser Brauer des heutigen Tages. Stell dich einmal kurz vor, bitte. Ja, moin. Ich bin Henning von der Brauerei Witthofer Brauerei aus dem wunderschönen Neumünster. Und ich habe euch das Bier heute geschickt. Das ist schon mal eine Top-Nachricht. Dann hätten wir, da Florian jetzt Co-Moderator ist, heute ein oder zwei Stimmen aus dem Off. Ich glaube, die jungen Damen können sich auch mal kurz vorstellen, wenn sie denn wollen. Nadine, sag was. Ich bin die Nadine, normalerweise im Hintergrund auf Twitter und Twitch und beobachte Facebook ein bisschen mit. Heute gebe ich dann zusammen mit Claudia die Fragen aus den Streams rein. Ihr dürft also Fragen stellen, das leiten wir daraus ab. Aber ich denke, bevor wir hier jetzt weiter quatschen und alle verdursten, fangen wir doch mit dem ersten Bier an. Henning, was ist das Erste, was wir uns in die Gläser kippen sollen? Ja, fürs Erste dachte ich, dass ein helles zum Einstieg, ein leichtes, schön erfrischendes, dass das mit den Zahlen drauf, 04321. Genau, richtig. Immer raufklopfen, ganz wichtig. Wunderschönes Geräusch. Ja, der Name ist relativ einfach erklärt, das ist nämlich unsere Postleitzahl. Den Gag mit der Postleitzahl haben wir schamlos geklaut. Es gibt in Amerika eine Brauerei, die es mal gemacht hat. Die haben ein Bier gemacht, 805 heißt das. Das ist der Postcode von Kalifornien. Und wir fanden das eigentlich eine schöne Idee. Und weil wir diese geniale Telefonvorwahl haben, die man sich so leicht merken kann, haben wir das genommen. Konsequenz ist, dass die Leute bei uns immer ein 4321 bestellen, weil die das irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, ihre eigene Vorwahl zu sagen. Naja, aber bevor ich lange quatsche, ne? Erstmal
Prost an die Runde und ich freue mich, dass du da bist. Boah, die Shootability ist gegeben, würde ich sagen. Genau, die Idee war, einfach ein Bier mit Biergeschmack zu machen. Wir haben ja nachher noch ein paar wildere Biere dabei. Also einfach eins, was gut reingeht. Vorbild war so ein bayerisches Helles, aber es ist ein Tick herber, also ein kleines bisschen mehr Hopfen drin, nicht viel. Aber ja, beim bayerischen Hellen, das ist ja nur so süß. Das ist da dann meistens gar kein Hopfen drin. Da merkt man immer, wenn Norddeutsche ein bayerisches Helles brauen, wird es herb. Ist das so eine Tendenz? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Zum Übelschutzsock. Guck mal, sag mal was. Wie schmeckt es dir? Ich finde es sehr erfrischend, auf jeden Fall gerade. Auch nicht wirklich bitter, aber echt lecker. So, geht erfrischend gut runter, finde ich. Also, es ist so ein, ich sage mal gerne, es schmeckt wie ein erfrischendes Sommerbier. Also nicht sonderlich stark, aber jetzt auch nicht lasch. Ich finde, es prickelt auch so schön, ne? Ja. Auf der Zunge. Also es ist ein richtig schönes Bier, wo man unanständige, wie sagt man hier, ja, also lassen wir das. Also wo man Spielchen mitspielen kann, weil es so schön prickelt. Nee, es ist wirklich ein angenehmes Bier. Findest du es nicht? Ich dachte, wir reden über Bier. Aber es prickelt doch auch so schön. Also. Naja, okay. Ich wusste ja auch, was ich mir einlasse. Schuld an der ganzen Geschichte ist sowieso der Kollege Strater. Ich fragte ihn dann nämlich, was sind die wichtigste Death-Metal-Band Deutschlands? Strater so, Endsieger. Ich habe Endsieger verstanden, dachte, oh, eine Black-Metal-Band, cool. Und das ist hier aber rausgekommen. Melde ich mich doch jetzt auch mal zu dem Bier. Ich finde auch, das ist für ein helles eindeutig ein Ticken herb. Aber da ich auch Norddeutscher bin, finde ich das gut. Da kommt ein bisschen Geschmack rüber. Es ist frisch und ja, hohe Shootability kann man, glaube ich, gut so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 von trinken, oder? Auf jeden Fall. In kurzer Zeit, glaube ich. Machen wir ja auch noch. Ne? Das war der Plan dabei, genau. Florian, der Moderator fehlt noch. Ja, habe ich nicht viel hinzuzufügen. Definitiv eine hohe Shootability. Ich bin kein Norddeutscher, mag Bier, aber auch gerne mit ein bisschen Geschmack drin. Deshalb find ich das Helle mit ein bisschen Hopfen auch ganz gut. Und zum Namen fällt mir ein, das war tatsächlich die Telefonnummer meiner Großeltern, 4321, also die Durchwahl, nicht Vorwahl. Und das hat zur Folge gehabt, dass ständig irgendwelche kleine Kinder am Telefon waren, die irgendwie auf den Tasten der damaligen Telefone rumgedrückt haben. Und die haben so viele sinnlose Telefonanrufe gehabt von irgendwelchen kleinen Kindern, die es gar nicht böse gemeint haben, aber halt nicht telefonieren wollten. Tja, als Hesse trinkt wahrscheinlich Flo nur Binding Lager im Normalfall. Gunnar, ich bin kein Hesse. Du wohnst in Frankfurt, oder? Ja, ich bin trotzdem Badener, ich komme aus Karlsruhe. Alles das Gleiche, aber ja. Abgesehen. Balkan. Balkan, eben. Henny, erzähl uns doch mal ein bisschen was zur Brauerei, wenn wir hier lustig weitersaufen. Seit wann gibt es euch und warum gibt es euch? Ja, du hast mich ja eigentlich als Brauer angekündigt, das ist eigentlich, oder als Braumeister, das ist eigentlich viel zu viel der Ehre. Ich bin eigentlich nur Hobbybrauer. Das habe ich schon seit, weiß nicht, 10, 12 Jahren gemacht. Damals, als mein Vater pensioniert wurde, habe ich gesagt, jetzt haben wir doch Zeit, lass mal was Sinnvolles zusammen machen. Und dann haben wir uns fürs gemeinsame Bierbrauen entschieden. Und das hat anfangs gleich so gut geklappt, dass wir irgendwie dabei geblieben sind. Und so der Traum eines jeden Hobbybrauers ist es ja irgendwann, die eigene Brauerei zu haben. Ich habe dann noch einen Kumpel von mir gefunden, den Thorsten, den ich schon ganz lange vom Sport kannte. Und ja, im Suff haben wir gesagt, Mensch, Neumünster hat seit 30 Jahren keine Brauerei mehr. Wir bräuchten doch eigentlich eine Brauerei wieder. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir das mal einfach. Und haben dann 2017 eine kleine Brauerei gegründet, haben ganz lange nach einer Halle gesucht und dann ein Jahr lang ungefähr rumgewerkelt, bis alles stand und die Genehmigung dann durch war. Und seit 2018 brauen wir dann regelmäßig und dürfen dann auch verkaufen. Genau, und seitdem hat sich das dann immer weiterentwickelt. Mittlerweile habe ich 4 Mitarbeiter, die sich um alles kümmern und so, weiß nicht, 20 Tresenkräfte ungefähr für unseren Ausschank. Wir haben noch einen großen Biergarten mit 300 Sitzplätzen im Sommer und so langsam wächst und gedeiht das. Genau. Also jetzt sind wir aktuell eine ganz kleine noch, kann ich sagen. Also bei uns unser Sudhaus, einmal brauen sind 500 Liter Bier. Da kommt nicht so richtig viel bei rum, aber immerhin ein bisschen.
Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt ja, dieses Jahr nochmal umbauen werden, das alles noch ein bisschen vergrößern werden. Genau, und dann gibt es noch mehr Witthofer Bier. Ich meine, 4 Mitarbeiter, hunderte von Außenplätzen, kann man sich da eigentlich noch als Hobbybrauer bezeichnen? Ja, also ich selber bin ja kein Brauer, kein Gelernter, deswegen ist es immer so viel der Ehre, wenn die Leute Braumeister zu mir sagen. Wir haben mittlerweile einen richtigen Brauer, der es auch mal gelernt hat. Den haben wir sogar selber ausgebildet. Also wir hatten zwischenzeitlich auch einen Braumeister und hatten dann Lehrling ausgebildet, der hat jetzt übernommen. Aber ja, ich bin jetzt einfach Geschäftsführer der Brauerei. Mir gehört der Laden und ja. Aber irgendwie ab und zu brauche ich auch mal mit. Ja, das größte Problem ist, wenn man Hobbybrauer ist und eine Brauerei gründet, man kommt irgendwann nicht mehr zum Brauen. Man macht eben alles andere, was irgendwie zu tun ist. Aber deswegen, warum man das eigentlich gemacht hat, das darf man dann nicht mehr machen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich darf Bier trinken bei der Arbeit, das ist ganz gut. Sehr gut. Ja, ja. Ich meine, selbst Frankreich hat ja vor, ich glaube, es war so vor 5 Jahren ungefähr, das bis dahin verbriefte Recht von Angestellten abgeschafft, in der Mittagspause Wein trinken zu dürfen. Anscheinend gibt es bei euch dann das verbriefte Recht, in der Mittagspause Bier trinken zu dürfen. Ja, absolut, das ist sogar eine Pflicht. Wir haben uns den falschen Job gesucht, oder? Augen auf bei der Berufswahl. Also ich bin auch schon sehr am Struggling. Also falls hier Jana von der Berufsgenossenschaft dabei ist und mithört, das stimmt natürlich alles nicht, ne? Also nein, also man muss ja einfach auch mal das trinken, was man da braut und gucken, ob das alles funktioniert. Und tatsächlich schmeckt ja Bier morgens am besten oder man hat man dann die besten sensorischen Fähigkeiten, um auch so mal zu gucken, gibt es da Fehlgeschmäcker oder geht irgendwas in die falsche Richtung. Deswegen machen wir das schon regelmäßig, dass wir morgens mal ein Bier probieren. Ich meine, wir werden es dann auch 2-3, also so freitags oder so. Das Brauen klappt ja wahrscheinlich nicht reibungslos von Anfang an. Habt ihr da am Anfang auch mal Böcke geschossen? Ja, klar. Also es gibt jetzt mittlerweile relativ wenig Sachen, die jetzt komplett auf Gulli gehen. Aber klar gab es auch mal zwischendurch einen Sud, der echt nicht okay war und nicht gut war. Der ist dann noch weggekommen. Inzwischen kann man auch viel noch... Also wenn man zwischendurch merkt, dass irgendwas nicht in die richtige Richtung geht, kann man das immer noch ein bisschen beeinflussen und was ein bisschen was tun. Unser größtes Problem ist eigentlich eher im Sommer, dass das Bier nicht genug Zeit hat auszulagern, dass wir halt Bier brauchen und dann sagt der Brauer immer, oh, eigentlich müsste das nur noch eine Woche im Tank liegen und ich sage immer, ja, aber wir müssen es jetzt verkaufen. Also los, raus damit. Aber ansonsten funktioniert das immer ganz gut. Wie kommt das eigentlich? Ich habe ja schon gespottet, wir haben heute die Blechedition Death Metal und Dosenbier. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass ihr heute nur auf Dosen setzt und keine Flaschen habt? Ja, also wir haben anfangs auch Flaschen abgefüllt. Hatten wir so einen kleinen Flaschenfüller aus Italien, der halt irre viel Arbeit war. Und dann hat man irgendwie am Ende des Tages 1000 Flaschen abgefüllt und mit 2 Mann dann irgendwie 8 Stunden geschwitzt. Und dann mussten wir uns irgendwas Neues kaufen und haben uns dann ganz bewusst für die Dose entschieden. Weil die Dose ist eigentlich für das Bier ein besseres Gebinde als die Flasche. Weil so eine Dose ist halt, müsst ihr euch vorstellen, die ist halt komplett dicht gegen UV-Licht. Da kommt halt nichts rein. Die ist, wenn sie erstmal abgefüllt ist, auch komplett dicht gegen Sauerstoff. Also Eintrag von Sauerstoff. Bei so einer Flasche hat man immer eine gewisse Oxidation durch den Kronkorken. Wer mal irgendwie 9 Monate oder 10 Monate altes Pilz getrunken hat, der merkt, dass das so ein bisschen nach Schrankwand und Pappe schmeckt. Das ist eben Oxidation. Und außerdem, für uns war auch noch ein Problem, die ganzen Pfandflaschen, die zurückgekommen sind, die haben wir letztendlich alle weggeschmissen, weil so eine Flaschenwaschanlage ist halt riesengroß oder aufwendig zu betreiben oder teuer. Und deswegen die meisten, die Flaschen befüllen und so klein sind, die befüllen eigentlich immer nur Neuglas. Ja, und dann haben wir gedacht, das kann ja auch keinen Sinn sein, dass man die ganzen Flaschen mal wegfeuert. Ja, und die Dose hat auch noch so ganz praktische Vorteile. Also wie jetzt für das Tasting heute verschicken wir halt super viel auch mit aus dem Webshop per Post. Da ist Dosen natürlich viel, viel einfacher als Flaschen, geht kein Bruch bei und geht eben die doppelte Menge ins Paket. Und das alles hat uns eben dazu bewogen, okay, wir machen Dose. Das einzige Problem von der Dose in Deutschland ist eigentlich so dieses Image von der Dose. Ne? Also kommt aber auch einfach, weil vieles Bier, was nicht ganz so gut ist, auch in Dosen abgefüllt wird und dann im Supermarkt steht. Ja, für die ganze... Sag mal, für diese ganze Craft-Bier-Schiene ist die Dose aber wiederum ein Vorteil. Da hat eigentlich die Dose das bessere Image. Also gerade so nachher, wir haben noch so ein paar hopfige Biere dabei, IPAs und sowas. Die werden eigentlich von den meisten Brauereien nur noch in Dosen abgefüllt, weil die merken, wenn das in der Flasche ist und ich nicht eine Top-Abfüllung habe,
dann sind die halt super schnell oxidiert und schmecken super schnell nicht mehr. Ja. Also jetzt für den Supermarktkunden oder für den Menschen über 50, der bei uns in die Brauerei kommt, müssen wir es immer noch erklären, warum wir Dose machen. Allen anderen haben das inzwischen kapiert. Und Menschen unter 30, die Energy Drinks kennen, denen ist Dose auch völlig egal. Ja, danke jetzt für diese Anspielung und Ausführung. Wir haben jetzt das 10. Tasting, das ist das erste Mal Dose. Also ja. Das ist, und die anderen haben teilweise, also eigentlich waren immer auch IPAs dabei. Also so 100% kann ich es noch nicht nachvollziehen, weil die IPAs aus der Flasche waren eigentlich auch ganz ordentlich. Ja, aber wenn du mal so guckst, wer sind denn in Deutschland, es gibt ja so eine Bierbewertungsplattform, Untappd, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt, ob das hier schon mal als Stichwort gefallen ist. Klar. Und wenn ihr euch mal die Top 10 Brauereien aus Deutschland anguckt, die IPAs machen, das sind alles Leute, die eine Dose abfüllen. Also. Wer werden denn die Leute? Und weltweit ist es eigentlich auch so. Und wo du sie gerade erwähnst, wer sind die Top 3 Abfüller? In Deutschland? Also zum Beispiel die Jungs jetzt aus Lübeck, Sudden Death, die sind halt sehr bekannt dafür, dass die eben viele IPAs machen. Dann gibt es in Gundelfing in Bayern eine große Brauerei, oder was heißt eine große, die heißt Frau Gruber, die macht sehr viele IPAs. Dort brauen noch andere Brauereien noch. Brewhard heißt zum Beispiel eine, die dort mit abfüllt. Die füllen alle nur in Dosen komplett ab. Also ich will jetzt nichts gegen Flaschen sagen. Ich finde Flaschen auch für viele Biere einfach ein bisschen stilvoller. Und geht auch nichts über eine Astra-Knolle nach dem Sport in der Hand. Also bin ich oft total dabei. Oder auch so, wenn wir so Sachen kommen wie fast gelagerte Sachen, also so Biere, die halt auch dafür gemacht sind, dass sie mal 2-3 Jahre gelagert werden und vielleicht noch so ein bisschen schön mit Wachs obendrauf oder solche Geschichten. Es ist einfach schöner, wenn die aus einer Flasche eingegossen werden. Es hat einfach eine ganz andere Haptik und sieht einfach schick aus. Aber so für bestimmte Bierstile ist, finde ich, eine Dose echt ein super praktisches Gebinde, was man echt dafür gut benutzen kann. Ich bin auch, für uns ist es einfach praktisch, ich trinke aber auch genauso gut Flaschenbier. Also, Ich will ja jetzt nichts predigen und sagen, das eine ist jetzt nur das Richtige oder man darf nur das eine machen. Aber in beiden Fällen lieber aus dem Glas trinken und weder aus Dose noch aus Flasche, oder? Boah, wenn es halt schnell gehen muss und man Durst hat, dann eine Dose aufreißen, rein damit, ne? Aber natürlich, wenn man ein bisschen dran riechen möchte und dann geht es natürlich mit der Dose oder mit dem Glas ein bisschen einfacher. Man kann auch an der Dose riechen, aber ist halt ein bisschen schwieriger. Mal 5 Grad sein lassen ist also durchaus okay. Ja, wie gesagt, Hauptsache es schmeckt einem und ich kann ja niemandem vorschreiben, hey, wenn du dein Bier lieber aus der Dose trinkst, dann mach das doch. Also. Ja, was war denn so euer größter Flop, wo du sagen würdest, das ist jetzt so richtig schief gehauen? An Bierbrauen, was wir bei uns produziert haben? Ja. Also ich glaube, wir haben relativ lange gebraucht, bis wir ein anständiges Pilz hatten. Oder auch so ein helles, das sind ja so Bierstile, wo man so Bierfehler relativ schwierig verstecken kann. Also wenn so ein Bier in der Gärung halt nicht vernünftig ist, dann schmeckt das irgendwie nach Butter oder nach Mais oder nach Rüben oder sonst wie was. So Biere wie so ein IPA oder sowas, da haust du halt Unmengen von Hopfen rein, hast es ein bisschen leichter, sowas zu verstecken. Und beim Pilz haben wir tatsächlich so ein paar Anläufe gebraucht, bis das vernünftig dann war und auch gut war und unsere Ansprüche genügt. Aber wenn wir einen richtig Bock geschossen haben, dann ging noch auf Gulli. Also dann haben wir den gar nicht rausgebracht. Eine Frage geht noch, aber bevor ich diese Frage stelle, die wichtige Frage, was ist denn das nächste Bier? Das ist das Dunkle, das DH Hinselmann. Das mit der Goldmedaille drauf. Das Arbeiterbier. Das dunkel und nach Arbeit aussieht. Ja. Bei dem Hellen noch der Untertitel, da stand ja helles Stadtbier. Da auch überall reinpostet, auf Facebook und in den Chat. Das an die Technik. Und was war denn jetzt eigentlich noch meine Frage? Die Frage war, warum war denn jetzt ausgerechnet das Pilz so schwierig? Gibt es da einen besonderen Grund für? Also wie gesagt, ein Pilz ist ja ein untergäriges Bier. Das ist in der Regel schon mal ein bisschen, also man muss die Temperatur ein bisschen besser im Griff haben, man muss die richtige Hefemenge haben, man muss die Gärsteuerung gut haben und man hat einfach weniger, Pilz und Helle haben ja an sich nicht so super viel krassen Eigengeschmack oder nicht so viele Sachen drin, die einfach irgendwas anderes überdecken können. Deswegen sind solche Biere das Helle ist eigentlich das schwierigste Bier zu brauen, weil da muss einfach alles auf den Punkt sein
Und wenn du da irgendeinen Fehlgeschmack hast, wenn die Hefe irgendwie Quatsch gemacht hat oder du bei der Abfüllung ein bisschen zu viel Sauerstoff drin hast, das merkt halt jeder sofort. Und bei so einem IPA, wie gesagt, da haust du zur Not halt nochmal die doppelte Menge Hopfen oben drauf, dann schmeckt das schon irgendwie wieder nach und dann schmeckst du das andere alles nicht. Also, ich weiß nicht, gute Pommes zu machen ist auch schwieriger als Pommes, wo du Mayo raufhaust. Also, so, vielleicht ein doofer Vergleich, aber da kann man einfach wenig verstecken. Und ein Pilz soll ja schön schlank sein, schön durchgegoren, schön frisch, hopfig und ist halt nicht ganz leicht. Pilz und Helles. Deswegen auch viele kleine Brauereien oder so viele von den Hobbybrauern bashen ja immer so ein bisschen diese großen Industriebrauereien. Aber man muss ja sagen, so ein Bier konstant fehlerfrei, also in Deutschland gibt es ja quasi kein schlechtes Bier. Das ist ja alles irgendwie trinkbar und okay. Das ist vielleicht langweilig, aber es ist halt alles okay. Und so ein Bier halt immer in so einer Qualität und immer gleichbleibend und dann noch, dass das irgendwie 6 oder 9 Monate im Laden stehen kann und trotzdem was schmeckt, hinzukriegen, ist halt eine super technische Leistung, was halt so kleine Brauereien gar nicht realisieren können. Jetzt auch mal gut. Dafür können wir halt anderen Quatsch machen und halt, weiß nicht, wenn ich in einer großen Brauerei erstmal die Marketingabteilung und den Finanzer fragen müsste, ob ich so viel Hopfen reinwerfen dürfte, hätte ich dann niemals eine Erlaubnis für gekriegt. Deswegen können wir das einfach machen. Ja, aber ich finde es gut, dass mal jemand da Klartext spricht. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit dem 20er, dem Herrn 20er von der 20er Brauerei besprochen, dass eigentlich die Bierqualität in Deutschland auch bei dem viel gescholtenen sowieso sehr hoch liegt. Schön, dass das ja auch nochmal aus dem Norden bestätigt wird. Ich denke, ich sehe hier lauter durstige Gesichter. Kommen wir doch zum nächsten Bier. Das ist, wie gesagt, das dunkles Arbeiterbier. Also genau das Richtige für euch beide. Da steht auch, man soll es vor der Arbeit trinken. Also es ist ja, das ist ein ganz schöner Text, den sollte man auch noch erwähnen. Also hat man sich viel Mühe gegeben, denn das wurde damals von den Arbeitern der Tuch- und Lederfabriken in Neumünster zur Stärkung vor der Arbeit getrunken. Ja, allerdings steht hier nicht unbedingt zum Frühstück trinken. Wieso das nicht? Das ist ja. Das fragen wir gleich Henning. Das habe ich gar nicht gelesen. Ich glaube, das stimmt nicht, was du sagst. Erstmal alle einfüllen. Genau, vielleicht kurz die Geschichte zu dem Bier. Ich hatte ja gesagt, wir waren die erste Brauerei, die es seit 30 Jahren wieder in Neumünster gibt. Die Hinsemann-Brauerei war die letzte echte Neumünsteraner Brauerei. Die hat bis 1912 in Neumünster gebraut, hat dann mit Holsten fusioniert und bis 86 gab es nur noch die Holsten-Brauerei in Neumünster und dann hat sie zugemacht. Und wir wollten eben an diese tolle Brautradition der Hinsemann-Brauerei erinnern. Haben halt viel Beschreibung gelesen, dass es früher auch diese dunklen Biere gab, eben gerade als Stärkung, wirklich als Frühstück, als vollmundige oder vollwertige Mahlzeit, eben auch vor der Arbeit. Wir haben leider kein Originalrezept gefunden, aber Beschreibung, wie es wohl geschmeckt haben soll. Und so haben wir es dann versucht nachzubrauen. Und ihr habt diese Medaille auf dem Bier gesehen. Wir haben mit dem Bier mitgemacht bei einem Wettbewerb, das ist der European Beer Star. Also es gibt so ganz verschiedene Bierwettbewerbe. Manches ja so wie was wie DLG, also Deutsche Lebensmittelgesellschaft. Da überweist du halt 300 Euro und dann kriegst du eine Goldmedaille. Und wenn du 500 überweist, kriegst du eine Platinmedaille. Sowas gibt es dann. Und jedes Produkt, was hingeschickt wird, kriegt 3 Medaillen. Aber der Bierstar ist halt, das ist so einer der ernsthaftesten und umstrittensten Bierwettbewerbe, nicht umstrittensten, also der angesehensten, die es weltweit gibt. Und da wird nach Kategorien unterschieden. Also es gibt verschiedene Bierstile und für jede Kategorie machen eben Biere mit. Und das ist eben die Kategorie dunkles Kellerbier. Und in dieser Kategorie haben 200 Biere mitgemacht, weil ich weiß, wir hatten die Startnummer 182 in dieser Kategorie und haben eben dort in der Blindverkostung den ersten Platz. Es gibt halt einen ersten, zweiten, dritten Platz und das war's. Wir haben den ersten Platz mitgewonnen und das ganz groß gefeiert. Und die Verleihung ist in Nürnberg in Franken. Also wir haben in Franken mit einem Dosenbier aus Schleswig-Holstein das beste Kellerbier gehabt. Ich glaube, das hat die auch so ein bisschen gewurmt wahrscheinlich. So, dann ja, sagen wir doch jetzt erstmal Prost, ne? Ja, Prost. Bevor ihr Henning weiterredet. Prost, Jungs. Hau weg. Er ist halt brotig, karamellig, also... Würdest du da sagen, Kaffee-Note ist auch drin fürs Frühstück? Aber ich schmecke da ein bisschen Kaffee raus. Ich kriege auch richtig Bock auf Arbeit. Also ja. Das gibt mir richtig Power. Also Wahnsinn.
Fast nur schon Schokoladenmute, ne? Ja, ja, so eine schwarze. Ja, 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 ja. Ist echt lecker. Bisschen Kaffee, bisschen, aber lecker. Malzig bis zum Anschlag. Ja. Ich finde es auch lecker. Könnte, glaube ich, nicht irgendwie 10 davon trinken. Das ist tatsächlich schon eine Mahlzeit. Ich glaube, das ist eine Lüge, die du gerade behauptest. Also nicht 10. Cool. Wäre interessant. Deine Behauptung, das geht nicht zum Frühstück, ist widerlegt. Das steht hier hinten drauf. Ich habe ja nur das wiedergegeben, was auf der Dose steht. Heiling, warum schreibst du sowas auf die Dose? Ja, aber man muss ja auch wissen, was man da vor sich hat. Das wissen wir wahrscheinlich erst in einer Stunde oder so. Lenny, sag du mal, was findest du das denn? Also es ist auf jeden Fall eine bittere Note. Ich bin ja sonst eher so der Süße. Nein, also... Ja, den muss man auch mal bringen, auch in dieser Runde. Mhm. Nee, ich trinke tatsächlich sehr, sehr selten solche dunklen Biere. Ich bin aber sehr positiv angetan. Und bei mir ist es auch so. Also ich würde zwischendrin mal so trinken, aber wahrscheinlich im Gegensatz zu Kummer würde ich keine 10 schaffen. So. Ich würde vielleicht 10 schaffen, was wäre nicht angenehm. Also ich würde sagen, der Stern ist verdient. Also so aus meiner bescheidenen Meinung, das würde ich auch schon so sagen. Ja, ist lecker. Jo. Was sagt der hessisch-badensische Kuhmoderator? Ja, also diese karamelligen Noten und auch ein bisschen Kaffee und so schmecke ich auch raus. Insgesamt bin ich eher ein Freund der hopfenlastigeren und nicht so der malzlastigen Biere, sodass mir das erste besser geschmeckt hat als das zweite, auch wenn das jetzt ein bisschen komplexer ist. Und mehr Geschmäcker drin stecken. Aber ich freue mich eher dann wieder auf die Richtung IPA später. Soll ich mal fies sein? Zu wem? Zu uns? Oder? Nee, zu Florian. Jetzt. Ja, immer. Okay. Also ihr müsst wissen, wenn Florian sagt, ja, ist karamellig, dann heißt das, er schmeckt jetzt durch seinen Schnupfen wahrscheinlich nicht besonders viel. Und kommt mit dieser Ausrede daher. Ja, dann können wir eigentlich auch noch mehr sagen. Ja, ich habe auch ein bisschen Ananas. Schmeckst du die auch? Banane. Die war ganz großartig, ja, die Banane. Aber das hat ja schon der Schwips von letzter Instanz gesagt, das ist immer der Joke, aber es hat immer einen Hauch von Karamell, das stimmt eigentlich bei fast jedem Bier. Profi. Ja, direkt in die Pfanne gehauen, ne? Super. Und wo wir mal in die Pfanne hauen sind, kommen wir mal zur Band. Welche Band? Hast auch wieder recht. Ich meine, da fragt man sich ja, wie kommt man in euren jungen Jahren auf die Idee, Death Metal zu spielen? Das müsst ihr mir jetzt doch mal erklären. Das haben wir nicht verbrochen, das war unser Gitarrist. Ich würde sagen, am Anfang steht erstmal die schwierige Kindheit. Und nach der schwierigen Kindheit kommt die schwierige Jugend. Dann kommt irgendwann so ein Fünkchen Kreativität, kann man vielleicht so sagen. Dann treffen sich die richtigen Leute zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und dann geht es halt los. Ne? Und warum machen wir Death Metal? Weil es halt live so geil ist. Ja, und es macht halt so viel Spaß. Es erfüllt einen und so. Also man muss sein Instrument auch nicht so beherrschen. Ja, deswegen singe ich auch. Also ich kann ja sonst nur Geige spielen und ich finde Geige und Death Metal funktioniert nur in den seltensten Fällen gut zusammen. Immer Dying Bright, würde ich jetzt mal so. Wobei es ja Death Doom ist. Ja, die habe ich jetzt nicht mitgezählt. Aber ansonsten Eisregen, aber was ist Eisregen? Ist das Death Metal? Das ist eigentlich eher so Thüringer Fleischhaken-Metal. Ja, weiß ich nicht. Also deswegen halt einfach das Organ. Das sind. Und seit wann gibt es euch? 2014. Ja. Ja, euch seit 2014 und vollständig seit 2015, würde ich sagen. Also 2014 haben Juri, unser Gitarrist, und ich das angefangen und dann hat sich das momentane Line-up zusammengesammelt und 2015 waren wir dann komplett. Ja. Genau. Also die Grundidee dahinter war, dass Juri eigentlich seine ganze musikalische Karriere irgendwie eine Schwedentodband im Namen oder im Vermächtnis von Entut machen wollte. Und stattdessen hat er immer irgendwelche anderen Sachen gemacht. Und irgendwann war an dem Punkt, wo er gesagt hat, nee, ich mach das jetzt und such mir Leute. Und das hat geklappt, würde ich mal sagen. Ja, komisch, das sind doch immer noch die gleichen Leute. Kein Line-Up-Wechsel seitdem. Das ist verrückt, ne? Also hier toi und sowas. Ja. Nee, das ist wirklich eine verrückte Nummer. Das harmoniert ganz merkwürdig und es ist alles wunderbar. Also wir mobben uns auch viel in der Band. Das ist vielleicht auch noch dieses Geheimrezept, das dann was bringt. Also du würdest eigentlich ganz gut reinpassen, oder? Also wenn du doch nochmal die Eugen würdest.
Kannst du bestimmt einen Bus fahren, oder? Gegen eine Wand zu den ganzen Ende zu setzen. Das sehe ich halt. Gegen die Wand ist gut, ja. Ja, ja. Wir haben es auch mal so einen Film ab. Gegen die Wand. Ich meine, weißt du, ich finde das Ganze ja obskur. Ne? Also es gibt euch erst seit 2016 und dann mein 14, 15. Je nachdem. Ja. Und dann, wie kommt dann mein junger Kollege Strater dazu? Ich meine, ist ja auch so eine ganz eigene Geschichte mit Herrn Strater. Aber eins, gut, das sagt nicht viel, aber eins kann er halt, und das ist Death Metal und Grindcore. Und bezeichne euch jetzt schon als eine der wichtigsten Bands Deutschland in diesem Genre. Gibt es keine anderen Bands mehr in dem Genre oder woran nichts? Es gibt. Da ist im Hintergrund Geld geflossen. Nee, also tatsächlich ist es so, in Deutschland gibt es eine wunderbare Metal-Szene. Es gibt so viele geile Death-Metal-Bands in Deutschland, so die, das sollen wir nicht außen vor halten. Und natürlich nehmen wir das gerne an, wenn jemand wie Strata kommt und sagt, irgendwie, wir sind total wichtig im deutschen Death-Metal. Das ist natürlich eine richtig gute Sache, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt so viele gute, geile, talentierte Death-Metal-Bands mit klasse Leuten. Sicherlich auch Black-Metal-Bands, da bin ich nicht so drin. Aber also für die Death-Metal-Szene in Deutschland kann ich sagen, das ist, ja, es ist eigentlich schön, sich in dieser Szene zu bewegen. So, und genau, warum sagt er das? Muss ich ihn selber fragen. Ist er da? Nee, ne? Weiß ich nicht, ich habe ihm gesagt, er soll mal vorbeigucken, aber wie das so mit Strata ist. Dann weiß ich auch, also vielleicht liegt es auch am Geld. Also wir hatten neulich so eine Paypal-Page. Komm, ihr habt ihm doch bei Metal Hammer Paradise 5 Euro in die Hand gedrückt, oder? Ja, ich habe einmal für ihn gebohlt und hatte Glück mit meinem Wurf. Er hat das aber schon vorher gesagt. Also, ach so. Kaum nicht ganz Ach so, okay. Aber wie ist das überhaupt mit der deutschen Death Metal-Szene? Ich meine, euren Namen habt ihr sicherlich bei Endstille geklaut und dann habt ihr das Seeker da noch dran gehängt. Ja, tatsächlich haben wir es bei den englischen I am Endseeker geklaut und haben es dann verkürzt. Nein, ja, wir hatten erst so einen anderen Namen. Also das war ja alles noch so ein bisschen im Projektcharakter. Im Projektcharakter. Und das war dann halt ein Name, der zwar auch irgendwie cool war, aber wahrscheinlich nicht so weit getragen hat. Also Name ist ja auch immer wichtig. Und warum wir jetzt so heißen, das ist natürlich, glaube ich, auch unserem fortgeschrittenen jugendlichen Alter zuzuschreiben, dass wir nochmal irgendwie wissen wollten, was um Death Metal geht. Ne? Wir hatten alle unsere musikalische Karriere, alle irgendwie schon 15, 20 Jahre Mucke gemacht. Und dann machen wir halt irgendwie nochmal so eine Band und gucken, was passiert. Und plötzlich funktioniert es. Das, was wir uns mit 20 gewünscht haben, so, das funktioniert jetzt. Jetzt, wo die Leber schon kaputt ist, wo wir alle Jobs und Familien haben, eingebunden sind. Jetzt leben wir unseren Traum. Aber ne, besser spät als nie. Ja. Ich meine, immerhin für eine Death Metal Band schon ganze zwei Namen zu haben, nicht verkehrt. Das zeugt von herausragender Kreativität, die ja sonst in eurem Genre nicht so vorhanden ist. Aber davon mal abgesehen, ja, wie viele Alben habt ihr jetzt schon rausgegeben? Genau, das ist eine EP, das war unsere erste, die haben wir 2015 rausgebracht, die Corrosive Revelation. Dann Flash of Prophecy war das erste Full-Length-Album 2017, 2019 The Harvest und letztes Jahr im April 2021 Mount Carcass. Also drei Komplettalben und eine EP. Genau. War ja wahrscheinlich so ein bisschen der Griff ins Klo, weil mit Betouren war es ja wohl dann eher nicht. Ne? Ja, wo Tränen fließen, gibt es auch mal ein Lächeln. Also klar, wir konnten nicht touren, aber das heißt, wir konnten uns auch für Songwriting von Mount Carcass irgendwie konzentrieren. Wir konnten uns dafür Zeit nehmen. Wir konnten auch ziemlich viel Corona-Frust irgendwie reinbringen und auch gesellschaftlichen Frust, der ja heutzutage auch immer mehr an die Oberfläche schwappt. Und ich glaube, das merkt man dem Album auch an. Also die Zeit und die Ruhe, die man dafür hatte und der Frust, also der hat dem Album gut getan. Dass wir es natürlich nicht so richtig betonen konnten, das ist, ja, ist eine Schande. Aber immerhin konnten wir Konzerte spielen, wir konnten gute Konzerte spielen. Hier der Gentleman hat zum Beispiel seine Partisan-Herbstoffensive. Da haben wir gespielt im letzten Jahr, so als Beispiel. Ich glaube, insgesamt also, hatten wir, glaube ich, sechs, sieben Shows haben wir das ja spielen können im letzten Jahr, die auch echt alle extrem unterschiedlich waren, aber auch extrem geil. Aber gut besucht. Die waren alle gut besucht. Ja. Und das ist natürlich cool. Also, ja, klar, wir hoffen jetzt natürlich, dass es irgendwie dieses Jahr besser wird, dass wir uns schnell alle mit Omikron boostern und dass wir dann so ein bisschen in die Normalität schwappen und dann, ja. Soll man vielleicht erwähnen, wir sitzen hier zu dritt beisammen, aber wir sind alle drei auch schon geboostert. Das stimmt. Okay. Also, nur um das mal kurz anzumerken, wir brechen hier also keine Regeln,
sondern sind alle schon bestochen, gestochen. Ja. Also, genau. Ich meine, ich habe euch ja dann tatsächlich mal für, glaube ich, 10 Sekunden bei Metal Hammer Paradise Live gesehen. Richtig gut. Ja, richtig, weil ich mir dachte so, hat eine Ansage gemacht. Du bist mir aufgefallen, im Publikum. Scheiße eigentlich. Vielleicht war es auch mehr als 10 Sekunden, aber ich meine, wenn ich mich da schon hinquäle, dann dachte ich, und ich sitze ja demnächst bei den Jungs, dann gucken wir da auch mal rein. Ja, wahrscheinlich. Ihr macht so richtig Oldschool, oder? Genau, also das ist halt so diese Schweden-Dev-Kante, das genau nicht so Technik, wobei technischer Death-Metal macht ja auch durchaus Spaß. Aber wir sind halt so ein bisschen, wie sagt man, ja. Wir rumpeln halt rum. Wir rumpeln, ja. Wir sind halt richtig schöne Rumpelboys. Rumpelboy-Band. Rumpelboy-Band. Genau, ja. Eine richtige Rumpelboy-Band. Und genau, damit überfordern wir den Hörer auch nicht. Und uns selbst auch nicht. Das kann natürlich was. Ne? Also eure Helden wären dann wahrscheinlich eher Dismember, Grave. Entombed, genau. Und was gibt es denn da noch? Unleashed, At the Gates und Gorefest, die sind wiederum etwas technischer unterwegs. Old Thrower sind natürlich auch geil, genau, Gorefest auch, mit dem Falls-Album, das Yuri immer wieder anpreist, sehr nüchtern im Tourbus, wenn wir zurückfahren, spricht er öfter über dieses Album von Gorefest. Genau, also wie ihr merkt, wir haben schon eine gute Zeit, auch neben den Shows, das ist ja nicht nur, dass wir auf der Bühne stehen, sondern dieses ganze Drumherum, das fehlt uns natürlich in der jetzigen Zeit schon massiv, wenn man wir mögen uns zwar nicht besonders gerne, aber wir können auch nicht ohne. Und das ist natürlich dann so, Augen auf bei der richtigen Entscheidung. Ne? Und wenn man sich halt für Endsieger entschieden hat, an dieser Band zu spielen, dann muss man halt diesen ganzen Kram fahren, bis man irgendwann tot umkippt, ne? Wie Lemmy. So ist das halt. Lemmy ist auch nicht so weit auseinander. Nee, das war so gewollt von meinen Eltern. So. Ja. Ach, hartes Schicksal so. Was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat, mein Kumpel Kelly von Atheist würde jetzt sagen, hey, warum keine Florida-Bands? Ist das nicht so euer Ding? Ah, total. Also eine meiner Lieblingsbands ist schon Cannibal Corpse, klar. Und Morbid Angel, aber auch hier in New York mit Suffocation hatte ich Immolation schon gesagt? Das sind ja eigentlich eher, genau, Immolation, New Yorker. Die finde ich schon ziemlich geil, die Bands, ja. Ja, ich generell auch, aber auch ein paar, die ich da mag. Also vom selber machen, glaube ich, hatten wir von Anfang an, also auch Jubis Vision, die dahinter stand, war halt wirklich immer dieses Schwedentod-Ding und auch mit einer gewissen Punk-Attitüde und halt nicht die technische Frickelschiene, die halt viele Ami-Bands haben, sondern eher das aus dem Bauch raus Schwedentod. Punky-Design. Sonst halt auch noch im hohen Alter spielen können. Ja, genau. Also würde ich jetzt mal vermuten, dass so die Gorgatz-Schiene, Archspire und Co. nicht so eure Bands sind. Also ich habe gehört. Also ich habe da gerade, was Archspire und so angeht, absoluten Respekt vor den technischen Fähigkeiten der einzelnen Musiker. Also könnte ich im Leben nicht spielen, was sie da fabrizieren. Aber privat anhören mache ich jetzt zum Beispiel. Es ist nicht mal eins. Also es ist mir nach irgendwie 1-2 Songs, wie gesagt, ich finde es mega beeindruckend, aber es ist mir nach 1-2 Songs einfach zu anstrengend. Also ja, so geht es mir mit Death Metal. Ja, siehst du. So wie Sugar. Ich finde Sugar so die ersten 10 Sekunden total geil. Aber mit Sugar Live ist ein Knaller. Ja, die ersten 10 Sekunden. Ja. Nee, ich hab mit Sugar das erste Mal kennengelernt auf dem 2019er Summer Breeze, kurz vor Corona, gleich direkt live. Ja, geile Band, schade, dass ich sie eben nicht genannt habe. Also, ja, macht bei mir auch vieles gefühlstechnisch. Also so was. Viel Gefühl fürs WC. Ich denke, die haben auch sehr gute philosophische Texte. Also so, ich habe die nie gelesen. Du kannst ja gar nicht lesen. Nee, muss ich auch nicht können. Ich habe ja diese Art des Gesangs, wo ich Worte forme, ohne sie richtig zu können. Das wäre dann so in der Obituaries. Ja, Obituary, genau. Die waren, ja. So wie du auch oft machst im Tourbus, wenn du wieder. Lieben Gruß an Juri. Da kommen wir dann zu, wenn wir ein bisschen mehr Stoffintros haben. Ich glaube, dann kommen noch schöne Geschichten so. Kennt ihr eigentlich das Archspire Karaoke-Video? Nee, tatsächlich auch nicht. Tatsächlich nicht. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Es gibt tatsächlich ein Karaoke-Video von Archspire. Leider dürfen wir hier keine Musik spielen, sonst würde ich jetzt das direkt mal als Test für dich einfordern. Ja. Ob du da mithalten kannst. Bestimmt. Das machen wir dann hinterher im Backstage oder so, wenn wir uns nicht den Strom ausdrehen können.
Ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich schon wieder fortgeschritten. Lass uns mal auf die Uhr gucken. Ich habe noch eine Frage zu dem Bier, Henning. Und zwar, wenn Hinselmann von Holsten gekauft wurde, habt ihr jetzt Namensrechte von Hinselmann gekauft oder kann es euch passieren, dass jetzt Holsten anfängt, euch zu verklagen und sagen, ihr dürft das Bier nicht mehr so nennen? Ja, ich warte immer noch darauf, dass wir verklagt werden. Das wäre das der beste Media, das Beste, was uns passieren könnte, oder? Ja, absolut. Ja. Also Holsten wird ja zu Carlsberg und Carlsberg hat uns leider noch nicht verklagt. Vielleicht sollten wir das mal direkt so reingeben. So, hallo, hier ist die Sendung. Guckt es euch an auf YouTube. Ich glaube, mehr Sympathiepunkte als von einem, weiß nicht, multinationalen Konzern verklagt zu werden, besser kann es ja gar nicht laufen. Ja, absolut, ja. So ist auch JBO groß geworden, ne? als James Blast dann angefangen hat zu klagen und so. Ich glaube, der hieß Last, der klagte. Genau. Aber Henning, heißt das, du hast Marketing studiert? Nein, was ganz Langweiliges habe ich studiert. So mit Computern und so. Ich habe 20 Jahre in der Bank gearbeitet und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich brauche jetzt Bier. Das war ein guter Schritt, ja. Also die Hamburger Jury sagt alle 10 Punkte, da sind wir ganz bei dir. Stichwort Bier brauchen. Stichwort, welches Bier kommt als nächstes? Trick 17, jetzt gibt's was mit Hopfen. Trick 17, ich erinnere mich an die orange Dose. Orange Dose. Orange Dose. Wir müssen mit der Geschichte anfangen. Das irgendwie hat das heute mit der Running Order, glaube ich, nicht so richtig geklappt. Henning, dann fang doch schon mal was an, über das Bier zu erzählen. Dann können wir nämlich relativ schnell reinhauen, wenn es da ist. Genau, also Trick 17 war tatsächlich der zweite Sud, den wir in meiner Brauerei gebraut haben. Das war ein altes Hobbybrauer-Rezept. Und für diesen Hobbybrausud gab es einen ganz speziellen Hopfen, der da mal reinkam. Der hieß Nelson Southern, das waren Hopfen aus Neuseeland. Und so als Hobbybrauer hat man den mal gut gekriegt. Und als es dann losging mit der Brauerei, habe ich die ganzen Hopfenhändler abtelefoniert und gesagt, ich hätte da gerne mal 20 Kilo von dem Hopfen. Und die haben mich alle ausgelacht, weil du es immer 3 Jahre im Voraus bestellen musst, solche besonderen Hopfensorten. Und dann gab es aber einen Hobbybrauershop in England, wo man diesen Hopfen kaufen konnte, aber maximal 200 Gramm pro Person. Und dann haben halt irgendwie alle unsere Freunde, meine 3 Katzen, der Hund, jeder hat halt 200 Gramm Hopfen bestellt, bis wir letztendlich genug davon hatten für den ersten Sud. Und deswegen haben wir gesagt, man braucht ab und zu mal Trick 17, um genug von den besonderen Hopfensorten zu haben. Und bei diesem Bier machen wir das so, dass wir ein Grundrezept haben und jetzt immer mit den Hopfensorten rumspielen, welche wir da reintun. Und das ändert sich auch immer mal. Also dieses Bier ist halt immer von dem, was es ist, immer gleich, aber der Hopfencharakter ändert sich immer ein bisschen und die Hopfensorten drucken wir unten auch immer drauf, die dann da drin sind. Und das müsste jetzt bei allen Citra und Simcoe sein, der da drauf ist. Da wird es ja jetzt gleich zitrisch. Zitrisch, genau. Ich würde sagen, machen wir mal auf, ne, die Dosen und rein in die Gläser. Es riecht schon mal mega gut. Genau, es ist halt ein Pale Ale, jetzt nicht so super viel Alkohol, 5,5 ungefähr. Aber hat halt einen schönen, frustigen Charakter, nicht zu bitter. Wieso aus dem Schütteln sieht man schlecht? Soll ich noch warten? Und halt super klar das Bier. Also guckt euch mal an, wie das Bier aussieht und dann im Vergleich zum nächsten. Dann können wir nachher über die Unterschiede sprechen. Das ist kühl genug. Nee, warm genug mal wegen hier. Ach so, nö, warm genug. Alles gut. Genau, und in der Nase riecht man halt gleich diese fruchtigen Hopfensorten. Ihr seid ja als erfahrene Biertrinker. Das kommt halt nicht durch eine Frucht oder irgendwas, was da drin ist. Das ist tatsächlich nur der Hopfen. Ob dann? Das riecht mega. Ja, Cheerio. Prost. Cheerio. Miss Sophie. Prost. Prost. Also alle da vor den Monitoren. Lecker. Das erinnert mich an eine Hochzeit, auf der ich war. Erzähl. Warum erinnert dich das an eine Hochzeit, auf der du warst? Das war einfach großartig. Da gab es also sehr viel Craft Beer und sehr viel Pale Ale und so weiter. Und es gab halt kein Ende. Und das war eine Hochzeit in Tallahassee in Florida in den USA. Und da war ich mit einem besten Kumpel. Und wir haben also so viel gesoffen. Am nächsten Tag war noch das Hochzeitsfrühstück. Da sind wir dann mit dem Auto hingefahren. War nicht so schlau, aber wir leben noch. Ist gut. Ist nicht empfehlenswert. Also fahrt nicht mit dem Auto am nächsten Tag, wenn ihr trinkt. Wie wir damals. Restalkohol.
Und gerade in den USA, da landen sie nämlich ganz schnell im Knast. Ja, ganz klar. Also wir sind ja noch zu Fuß irgendwie nach der Hochzeit bei McDonald's rein, wo ich dann meine Chicken McNuggets bestellt habe und der hat mich nicht mehr verstanden. Also es war schon ziemlich übel. Und wir dann noch, also das war auch nicht die beste Gegend, wo die Hochzeit war, glaube ich, so um die Uni rum. Also, dass man Death-Metal-Sänger nicht versteht, ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, oder? Ja, ich habe mich aber zusammengerissen. Also ich habe mein bestes German-English gesprochen, das ich drauf hatte. Also das war schon sehr high-class. Und wir hatten Anzüge an. Eigentlich hätte er uns ernst nehmen müssen. 12 Chicken McNuggets. I would like to have Chicken McNuggets, please. Also ich glaube, das geht schon. Also heute Abend werde ich ja wieder ähnliche Erfahrungen sammeln, denke ich, auf dem Rückweg. McDonald's wird ja noch aufhaben, oder? Oder KFC. KFC, ja, auch immer ein Empfehlungswert. Gruß an Ben, den großen KFC-Konnoisseur in unserer Band. Ja, der sich jetzt nicht wehren kann gegen meine Behauptung. Sehr gut. So ein Glitch-Hähnchen aus dem Masthuhnstall, das ist eine super Idee. Richtiges Folterfleisch. Das jetzt, muss lassen wir doch mal als erstes Florian reden und mal gucken, ob er jetzt was von Karamell sagt. Ja. Nee. Hier definitiv kein Karamell. Also, nee, das ist ein Pale Ale, wie ich es mag. Und eben diesen Zitropfen schmeckt man halt richtig gut raus. Ich glaube, das ist der Hopfen, den wir am meisten gehabt haben in unseren Tastings bisher. Das scheint so irgendwie der Star unter den Pale Ale Hopfen zu sein. Und das schmeckt mir richtig gut. Wobei Cascadian könnte man auch nehmen. Irgendjemand funkt gerade dazwischen, will wieder stumm schalten. Danke. So, sehr gut. Ja, auch Citra ist so ein bisschen der heimliche Star, der Brauer. Also Citra Mosaik, das heißt auch hier the sluttiest hop of all. Also damit schmecken Bier eigentlich immer, wenn man den reinhaut. Also nur genug davon, dann schmeckt es halt irgendwie nach IPA. Okay, wenn die Brauer halbwegs damit um können, aber das ist eigentlich nicht ganz so schwer. Wenn sie um Nahrung kämpfen, geht das ums eigene Überleben. Jürgen Riepel, bitte stumm schalten. Wenn die finnische Landschaft liegt, begeben sich die Braunbären in den Winterschlafen der 6 Monate. Chiran, kannst du mal bitte den Jürgen irgendwas. Ich kann das nicht richtig lesen. Schlafen legen, das ist aber nicht getan. Der Winterschlaf muss sein. Chiran, der Henker, möge sich seines Amtes widmen und mal eben henken. Selbst im Winterschlaf verbrennt ein Braunbär 4000 Kalorien. Ja, super. Was? 4000 Kalorien? Ich muss jetzt gehen. Ich habe gerade essen. Ich habe noch nie Kalorien gesehen. Aber eine wichtige Information. Chiran, du musst was tun. Du musst jetzt schon viel aufzutreiben, ist alles andere. Ging mal jemand Chiran an, dass er sich seines Amtes. Möge, während wir hier fasziniert auf den Bildschirm starren. Ja, oder aufs Glas. Ah, sehr gut, es ist geschehen. Endlich wieder seriös trinken. Genau. Wir haben ja jetzt über die Brauerei gesprochen, wir haben über die sogenannte Band gesprochen. Mhm. Mhm. Unterschreibe ich. Jetzt fehlt noch eins, wir müssen nämlich noch über Metality sprechen, die das Ganze ja auch veranstalten. Und Florian, du bist der Mann, der die Zahlen hat, der uns also informiert hat, dass das Citra das meistgenutzte Hopfen aller Biertasting ist, dass wir das 10. Biertasting haben und du hast sicherlich noch mehr Zahlen für uns. Rück rüber. Jo, also erstmal noch ganz kurz zum Metality für die, die es noch nicht kennen. Soll noch 2 oder 3 geben auf dieser Welt. Metality ist ein gemeinnütziger Verein, hat sich 2020 gegründet. Die Idee war, 2020 jedes Festival zu rocken und da alle Leute anzusprechen und für die Idee zu begeistern. Hat super geklappt. Wir waren auf jedem Festival, das 2020 stattgefunden hat. 2021 waren wir immer noch auf Metal Hammer Paradise, wo wir ja auch unser schönes Video gemacht haben mit Enziger und Gunnar. Aber was steckt dahinter? Also Metality steht auf 2 Säulen. Die erste Säule ist, dass wir eine soziale Organisation sind. Wir machen soziale Projekte, auf die wir später noch eingehen werden. Das Gleichgewicht schlägt aber um sich. Der rammt seine Klauen in den Rücken des Verteidigers. Mann, würdest du den Jürgen Riepel, bitte stummschalten. Die Braunbären sind 10 cm lang und können nicht eingezogen werden. Ein Schlag von ihnen kann tödlich sein. Ey, geile Zoom-Bombe, richtig gut. Also noch eine Störung bitte und Chiran dann bitte abkoppeln, danke.
Dann reden wir da, Florian. Genau. Und die zweite Säule ist eben unsere, dass wir eine Community von Metalheads sind. Und dass wir Metalheads zusammenbringen wollen, weltweit, aber im Moment mit Fokus auf Deutschland. Und da funktionieren wir in Chapters. Das heißt, wir organisieren uns lokal und jeder kann beitreten, auch beliebig vielen Chapters beitreten. Und das ist richtig cool zu sehen, wie das wächst. Also wir haben inzwischen 15 Chapters allein in Deutschland. Das ist Aachen, Berlin, Bremen, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt. Wir haben Hamburg, wir haben Lübeck, München, wir haben ein Chapter im Nordschwarzwald, wir haben eins in Nürnberg. Und wir haben seit dem letzten Tasting 3 neue Chapter dazu bekommen, was ich echt mega cool finde. Wir haben neu das Kraichgau-Chapter. Wir haben neu das Karlsruher Chapter. Das haben wir gerade gestern publiziert. Und was ich richtig cool finde, der Brauer vom letzten Tasting, Olli Stöcker, der hat mit seinem Bruder zusammen gleich mal das Niederrhein-Chapter gegründet, direkt im Anschluss an das Tasting, weil er die Sache so cool fand. Also das find ich absolut mega. Und genau. Und in diesen Chapters treffen wir uns eben, wenn gerade kein Lockdown ist, was ich treffen darf. Wir treffen uns, wir gehen zusammen auf Konzerte, wir machen Metal-Partys, wir treffen uns in Metal-Clubs und schauen einfach, dass wir uns vernetzen. Und das gefällt mir einfach super gut, weil egal, wo du hingehst, du weißt, wo du deine Metal-Heads findest. Wenn ich jetzt ein Wochenende in Berlin verbringe, dann schreibe ich ins Berliner Chapter rein und sag, wo kann ich, ich bin am Wochenende in Berlin, wo kann ich Metal hören? Und dann antwortet irgendjemand, wir sind da und da, komm doch einfach dazu, hier kannst du richtig schöne Metal-Party machen. Und das finde ich einfach eine mega coole Sache, dass die so Metaller aller Länder vereinigt euch. Das gefällt mir mega gut. Florian, das war's aber natürlich noch nicht. Ich denke, wir sollten einmal kurz darauf eingehen. Ihr hattet ja wieder eine Spendenaktion durchgeführt, was Schlafsäcke für Obdachlose angeht. Das haben wir jetzt einmal angesprochen. Können wir ein bisschen schneller heute sein. Aber sag doch mal, wie das ausgegangen ist, bitte. Na, das ist noch gar nicht ausgegangen. Das läuft noch. Also wir haben, wie gesagt, die andere Säule ist sind die sozialen Projekte. Und eines unserer sozialen Projekte, was wir jetzt schon im zweiten Jahr machen, ist die Schlafsackaktion. Fragt man sich, was hat Schlafsäcke jetzt mit Metal zu tun? Der Hintergrund ist, auf den Metal-Festivals wird immer am Ende des Festivals alles an Schlafsäcken und Zelten und so weiter eingesammelt, was übrig bleibt, und dann an Obdachlose gespendet. Jetzt hatten wir schon im zweiten Jahr keine Festivals mit Schlafsäcken und so weiter. Es ist nichts übrig geblieben. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir füllen die Lücke und sammeln 666 Schlafsäcke für Obdachlose. Und das haben wir letztes Jahr schon gemacht, haben letztes Jahr sogar über 700 zusammen bekommen und machen das dieses Jahr wieder. Dieses Jahr ist es jetzt so, wir haben ungefähr dasselbe Geld wie letztes Jahr zusammen bekommen. Allerdings ist der Preis für die Schlafsäcke um mehr als 50% gestiegen, sodass wir die 666 Schlafsäcke noch nicht ganz zusammen haben. Und deshalb wäre das echt mega cool, wenn jeder, der jetzt hier zuhört, sich nochmal vielleicht einen Ruck gibt. Auf unserer Homepage sind die Daten, wo man hinspenden kann, unsere PayPal-Spendenadresse und auch unser Konto. Wenn jeder noch ein bisschen was dazu gibt, dann kriegen wir noch einen oder anderen Schlafsack zusammen, dass wir auch dieses Jahr wieder 666 Schlafsäcke hinbekommen. Und die Leute, die wirklich die Ärmsten sind und bei dem Wetter da draußen übernachten werden, da draußen übernachten müssen, dass die Schlafsäcke bekommen. Und wir schauen halt, dass es gute Schlafsäcke sind, minus 20 Grad tauglich, dass halt auch wirklich auch die für die Leute, die den ganzen Winter draußen sind, dass die da draußen auch überleben. Genau.
Und da kommen auch schon wieder die Chapter ins Spiel. Unser Lübecker Chapter wird jetzt nächste Woche 66 Schlafsäcke in Lübeck verteilen. Also wir haben teilweise mit Partnerorganisationen zusammengearbeitet, die so ein Netzwerk haben und selber soziale Organisationen sind. Aber jetzt zum Beispiel unser Lübecker Chapter hat gesagt, wir haben ganz gute Connections in die Obdachlosenszene in Lübeck. Wir nehmen 66 Schlafsäcke für uns und verteilen die direkt. Und das wird jetzt nächste Woche laufen. Und das finde ich eine richtig gute Aktion. Und was Ähnliches ist es auch für Dortmund und Bochum genannt. Der Marco, der jetzt auch gerade hier im Call ist, unser Chapter-Head in Dortmund, der hat Connections zur Obdachlosenhilfe Bochum-Dortmund wird dort was Ähnliches organisieren. Und das finde ich wirklich toll, wie diese Organisation in Chapters und der Gang in die Breite jetzt auch funktioniert, die sozialen Projekte ans Laufen zu kriegen. Wo die Chapter auch mega gut funktionieren für die sozialen Projekte, ist unser Inklusionsprojekt. Da geht es darum, dass wir Behinderten und anderen Leuten mit irgendwelchen Einschränkungen, sei es psychischer oder physischer Art, ermöglichen wollen, auf Metal-Konzerte zu gehen. Und das eben auch darüber, dass die Chapter da unterstützen. Wenn dann irgendjemand sagt, ich will auf ein Endziger-Konzert in München gehen und bin aber im Rollstuhl oder ich bin blind oder was auch immer, kann er sich an uns wenden und dann kontaktieren wir unser Münchner Chapter und sagen, wer geht von euch sowieso zu Endziger? Und wollte nicht den so und so mitnehmen. Und dann wird dem Blinden einfach der Arm gereicht, durchs Konzert geführt dem Rollstuhlfahrer das Rolli-Taxi bezahlt. Und dann ist jemand von uns vor Ort und kann den vor Ort begleiten. Und dafür ist es halt auch super, dass wir eine Organisation sind, die dezentral organisiert ist, in fast allen großen Städten inzwischen präsent ist in Deutschland und da einfach in der Fläche wirken kann und diese Projekte ans Laufen bringen kann. Jungs, wie findet ihr das? Das ist spitzenmäßig. Absolut. Ja. Ich denke, wenn man irgendwie so an dem Punkt ist, dass man alleine nicht mehr so, also erstmal zu den Schlafsäcken, ne? Dass man irgendwie nicht mehr so diesen Gesellschaftsanschluss findet, so, das ist richtig geil, dass ihr da in die Kerbe haut und da was auf die Beine gestellt habt. Und ich glaube, es gab im Chat die Frage, wie viele denn noch zu den 666 Schlafsäcken fehlen. Habt ihr da eine Übersicht? Also vielleicht ist das ja auch nochmal. Also wir haben tatsächlich bisher zweimal 6.666,66 € überwiesen. Das hat knapp 400 Schlafsäcke gemacht. Wir sind dieses Jahr bei 32,90 € pro Schlafsack. Wir waren letztes Jahr bei 19,50 €. Also wir haben da echt eine massive Preissteigerung. Keine Ahnung, ob das an Lieferketten oder Chipmangel oder was auch immer liegt. Jedenfalls sind die Dinger massiv teurer geworden, sodass uns noch ein paar tausend Euro fehlen. Also wir sind, fehlen noch so 270 Schlafsäcke oder sowas. Setz den Link nochmal in den Chat, ne? Und dann bitte weiterverbreiten. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Der Winter ist ja auch noch alles andere als vorbei. Ja, kältester Monat ist immer der Februar. Also das ist. Und wir haben auch gelernt in dem Tasting mit Axel Rudi Pell, dessen Frau ja eine Obdachlosenunterkunft betreibt, dass die Obdachlosen auch pro Winter mehrere Schlafsäcke brauchen, weil der Schlafsack mal nass wird oder die mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schlafsack bleibt liegen und wenn sie zurückkommen, ist er nicht mehr da. Sodass tatsächlich auch immer, auch pro Winter mehrere Schlafsäcke benötigt werden. Also jetzt nochmal im Januar oder im Februar nochmal eine Runde Schlafsäcke rauszuhauen, macht auch wirklich richtig viel Sinn. Ja, und da denke ich, kann man unterschreiben, oder? Absolut, ja. Ja, und dann habt ihr noch eins, bevor wir hier, glaube ich, das auch abschließen können, Homeschooling. Ja, unser Homeschooling-Projekt, da geht es um den Metal-Nachwuchs. Wir wollen Jugendlichen, die sich sonst nicht leisten können, ermöglichen, Instrumente zu lernen. Das heißt, wir stellen denen Gitarre, Schlagzeug oder Bass nach Hause und sponsern den Unterricht erstmal für ein Jahr.
und schauen, dass die halt gerade solche Lockdown-Zeiten nicht die ganze Zeit vom Fernseher verbringen oder Computerspielen oder sowas, sondern auch die Chance bekommen, Metal zu lernen. Also die können sich bei uns bewerben, sagen, was sie für Musik mögen und welches Instrument sie spielen wollen, dann schauen wir uns das an. Und dann sponsern wir die gerne und schauen, dass wir da einfach Metal-Nachwuchs auch fördern. Und dazu kann man gerne Instrumente spenden, wenn jemand was übrig hat, was er nicht mehr braucht. Aber wir suchen auch noch Kandidaten. Das heißt, wir haben noch ein paar Slots übrig. Wenn jemand einen Jugendlichen weiß, ungefähr zwischen 12 und 18, der Bock hat, ein Instrument zu lernen oder auch einfach einen Lehrer braucht und sich den nicht selber leisten kann. Auch das haben wir Leute, die schon selber ein Instrument lernen, so mit YouTube-Videos und so weiter, aber es einfach nicht leisten können, regelmäßig einen Lehrer zu bezahlen. Da können wir helfen und den Lehrer sponsern, dass wir weiter gute neue Metal-Bands bekommen und den Nachwuchs fördern. Könntet ihr euch eigentlich vorstellen, so als Tutor mal einzuspringen? Ich meine, kann deshalb schwierig sein. Ja, das Ding ist, bei Stimme, da braucht man ja kein Instrument. Gibt es ja auch schon ganz coole Metal-Coaches, die in Deutschland unterwegs sind. Zum Beispiel Britta Görz oder Thomas Fischer aus Aachen. So, das sind die beiden, die ich jetzt erstmal nenne, die ich besser kenne. Ja, also wenn ihr mal Kinder irgendwie habt, die richtig schreien lernen wollen, also wenn Eltern das wollen, dass die Kinder richtig schreien lernen, ohne dass sie müde davon werden, also soll diese Eltern geben, man nennt sie Masochisten, dann sagt gerne Bescheid. Also so ein paar Basics kann ich auch beibrüllen, so daran soll es jetzt nicht scheitern. Ne? Also mir macht ja, sehr cool. Und ja. Ich habe auch gesagt, wenn generell irgendwas so eine Art Workshop oder so irgendwie geplant ist und so weiter. da prügel ich auch gern auf dem Drumkit mit ein paar Steppes rum. Also das können wir auch vorstellen. Ja, wir haben tatsächlich auch Aktionen mit Workshops. Das ist allerdings ein bisschen was anderes. Wir haben auch schon mal einen Growling-Workshop gehabt, der dann über Facebook und Twitch gelaufen ist, so wie das hier. Das Homeschooling ist eher so ein Jahr lang Unterricht jede Woche. Ne? Das ist, wenn ihr an einem von beidem Interesse habt, sowas mal zu machen, meldet euch gerne, weil wir auch sehr gerne wieder Workshops anbieten und mal Death Metal Screaming Workshop oder ein Death Metal Drumming Workshop wäre sicherlich auch was richtig cool wäre. Ich wäre auch dafür, dass alle Eltern, die Death Metal hören, ihren Kindern einen Workshop mit Lenny geben. Also, ja. Also, ich habe auch keine fiesen Hintergedanken, oder? Also meine Tochter kann schon schreien, da habe ich das beigebracht. Also gnadenlos, aber die nutzt es auch nicht aus. Die ist aber auch sehr, sehr gut erzogen, das muss man dazu sagen. Also das hat die Mutter gut gemacht. Nein, und ich finde das schon gut, wenn die Kinder wissen, dass sie sich die Stimme nicht zeigen. Andere Kinder schreien, deins growl. Ja. wo wir dabei sind, welches Bier kommt denn als nächstes? Die Probefahrt. Stalingrad? Probefahrt. Stalingrad, verstanden. Das gute Stalingrad. Probefahrt. Endlich mal ein Bier. Für Black Metal. Ja, auch ein Bier. Oder für Kleptoman, Stalingrad. Stalingrad, ja, das geht auch. Also Kleptoman. Ja. Mich würde an der Stelle mal interessieren, Nadine, gab's Kommentare zu den bisherigen Bieren in den verschiedenen Chats? Ich habe heute ein bisschen eingefroren. Hat gerade ein bisschen. Nadine ist, glaube ich, eingefroren, das kennen wir, ne? Ein bisschen frostig. Claudia, vielleicht magst du mal den Chat scannen und eventuell einspringen. In der Zwischenzeit kann uns Henning dann schon mal was zu dem Bier sagen, damit wir dann relativ schnell die Dosen öffnen können. Denn ich sehe schon wieder durstige Gesichter links und rechts von mir. Ja, warte mal. Also, die Probefahrt ist jetzt, im Gegensatz zu dem Bier eben, ist jetzt ein ganz moderner Bierstil. Das ist das sogenannte New England IPA oder Hazy IPA. Ihr werdet gleich sehen, das Bier ist trüb wie so ein Weizenbier. Das ist
so gekommen, dass die Brauer in Amerika, in Neuengland versucht haben, ein IPA zu brauen, was ganz viel Hopfengeschmack hat, aber nicht bitter wird dabei, sondern eher ein bisschen weniger bitter ist, aber halt die volle Fruchtigkeit und Hopfendröhnung hat. Genau. Und das erreicht man dadurch, dass man zum Beispiel besondere Malze verwendet. Wir haben jetzt hier Weizenmalz und Hafermalz mit drin und außerdem besondere Hefen, die eben das Bier so ein bisschen fruchtiger machen, weicher machen und auch ein bisschen nicht ganz so schnell ausflocken. Also immer noch ein bisschen Heferest drin haben, also ähnlich wie so ein deutsches Hefeweizen. Und was du uns jetzt verschwiegen hast, sind die 7,2 Umdrehungen, die ich hier sehe. Na gut, also so viel ist das jetzt auch nicht. Also so viel ist das jetzt auch nicht, deswegen schenkst du uns jetzt mal ein. Wir hatten ja auch vorher gerade erst so eins. Ja, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Genau. Also ich finde auch, da ist eigentlich ein Komma zu viel bei den 7,2. Ja. Wie meine Ex-Frau mal sagte, gib mir keins von diesen 10% Bieren mehr. Ich habe ihr ein 12% Bier gegeben. Hat sie sich gefreut? Oh ja, das ging gut. Fantastisch. Wenn man denkt, das kann nicht mehr besser werden. Ne? Und dann ja, dann denke ich, haben doch alle jetzt mal eingeschenkt. Hoch die Tassen. Cheers. Prost, Prost, Prost. Ah, es hat auch diesen opaken gelben Stiel. So. Ja, mega. Bestimmt fruchtig, oder? Ja. Ein bisschen ganz lustig im Nachgeschmack. Es ist halt überhaupt nicht bitter, super cremig, vollmundig und schmeckt eigentlich wie Saft. Und die 7% merkst du halt null. Und das ist bei uns auch voll das, klingt jetzt so ein bisschen Schovi-Spruch, aber das ist echt das Mädelsbier. Wir haben ganz viele Frauen, die das super gerne mögen und echt wegknallen bei uns in der Kneipe und dann irgendwann aufstehen und umfallen. Wenn ich mir das gerade ein oder schmecke, hat das auch so einen ganz leichten Mango-Touch. Ja, total. Ich finde es mega nach Mango. Im Nachgang. Also wir haben, das Bier heißt Probefahrt, weil wir eine neue Hefe ausprobiert haben. Also es gibt mehrere Hefen, die diese Fruchtigkeit unterstützen und auch die es so schön trübe lassen. Und die neue, die Hefe, die wir jetzt zum ersten Mal ausprobiert haben, die haben wir jetzt mittlerweile 2-3 Mal verwendet und die hat immer total das Mango-Aroma. Das kommt tatsächlich auch durch die Hefegärung, nicht nur durch den Hopfen, auch durch die Hefe. Krass. Ich finde es auch total nach Mango riechend. Ja, würde ich das auch. Also ich finde ja, das ist total Mango-Abgang. Ja. Das ist richtig erfrischend. Wirklich wie Saft. Wo bleibt es alle Biere, die dieses gelbe, nicht durchsichtige, scheinen alle in die Richtung Mango zu schmecken. Liegt das am Hopfen oder was ist schuld? Also jetzt, bei dem Bier ist das eine Kombination aus dem Hopfen, der da drin ist, und der Hefe. Die Hefe macht ja auch bei der Gärung sehr viel. Zum Beispiel, ihr kennt ja bei einem Hefeweizen, hat die Hefe ja, dass sie diese Bananenaromen macht oder diese Nelkenaromen. Und hier macht die Hefe einfach ein bisschen was von diesem Mangoaroma und unterstützt wird das dann durch den Hopfen. Und diese Cremigkeit, die kommt eben sehr viel durch das Weizenmalz und durch den Hafermalz, was da drin ist. Ja, einfach super moderner Bierstil, diese hazy, cremigen IPAs. Auch für Leute, die sonst kein Bier trinken, sehr leicht zugänglich und die verkaufen sich eigentlich immer wie geschnitten Brot bei uns. So rede ich nicht mal flott weg. Wir haben direkt die Frage im Chat, wie die Hefe heißt. Das ist der Hersteller der Hefe heißt Crown. Und das ist die Boston-Style-Hefe. Ich weiß gar nicht, ob es die für Hobbybrauer gibt oder ob es die nur für Profis gibt. Also wir kaufen die immer so ein 500-Gramm-Packen. Ist tatsächlich eine Trockenhefe. Also ihr kennt das ja, wie es bei den Backhefen ist. Es gibt halt so Trockenhefen und Hefen, die flüssig sind. Und die Flüssighefen muss man sich erst einmal hochzüchten, propagieren. Und bei den Trockenhefen, die kippt man einfach so in den Tank direkt aus der Packung raus. Da kann man gleich die fertige Menge kaufen. Und die heißt Boston Ale Yeast oder irgendwie sowas. Und Boston, weil da ganz viele moderne amerikanische Brauer sind, die eben diesen Bierstil machen. Trillium ist ein ganz bekannter aus Boston. Mhm. Ich finde es mega spannend. Ich glaube, so ein Bier hatten wir in 10 Tastings noch nicht. Also, dass diese Cremigkeit hat und diese weichen, fruchtigen Aromen. Also das finde ich echt ein sehr, sehr cooles, spannendes Bier. Ja, und obwohl es halt 7,2% ist, ist das voll das Einstiegsbier. Ne? Also für alle, die keine Biertrinker sind, können sich damit anfreunden. So. Ja, wo wir gerade bei den Fragen sind. Ne? Wir haben noch mal eine Frage an Henning von Twitch. Da wurde die gestellt, welche Maßnahmen zur Erhöhung der Haltbarkeit ihr nutzt?
also versuchen, möglichst ohne Sauerstoffeinfluss abzufüllen. Also eine möglichst gute Abfüllung. Sauerstoff ist immer so der Tod von solchen Bieren, insbesondere bei diesen hopfigen Bieren. Wenn die nicht gut abgefüllt sind, dann halten die nicht lange. Ansonsten das Übliche, also sauber brauen, gut den Tank sauber machen. Ansonsten, wir pasteurisieren nichts, wir filtern nichts. Rest muss so gehen. Ach ja, und was bei uns in der Brauerei ist, lagert immer kalt. Ne? Also wir haben große Kühlzellen. Alles, was bei uns in der Brauerei ist, lagert irgendwie kalt. Und ja, aber okay, sobald es die Brauerei verlässt, habe ich ja wenig Einfluss darauf, wie es dann gelagert wird. Also bei unseren Supermärkten versuche ich halt überall Kühlschränke hinzustellen in der Stadt. Für das Bier, was im Supermarkt steht, dass es dann auch kalt steht. Und sonst sagen wir den Leuten immer, bitte kalt stellen und dann hält sich es auch ein bisschen länger. Ja, viel Alkohol, viel Hopfen, genau, das hilft auch immer. Eine Freundin von mir hat mir gerade geschrieben, dass das Probefahrt eigentlich Trick 17 heißen müsste, mit so viel Alkohol für die Frauen abzufüllen. Ja, pff. Das war nicht die Intention. Florian, du hast schon ein paar Infos, glaube ich. Und das Foto auf der Büchse übrigens, ich möchte, dass ihr das bitte beachtet, das habe ich morgens auf dem Weg zur Bahn gemacht, aus dem Auto raus mit dem Handy. Nein, ich habe natürlich angehalten im Auto. Das habe ich selber gemacht. Und wo ist das? Das ist die Bundesstraße zwischen Dietgen und Bordesholm. Die fahre ich jeden Morgen. Ist das ein Wackenschild irgendwo? Ja, ist nicht weit weg. Ah, alles klar. Holger hat ja auch die ganze Autobahn mit Wackenschild an der Pflaster. Also ich muss sagen, das ist bisher mein Favorit. Also, wenn ich mich jetzt bisher festlegen müsste oder sowas, dann würde ich sagen, das haut mich also richtig in die richtige Magengegend. Also, das ist richtig lecker. Die anderen sind auch lecker, aber das ist für mich. Ja, das ist halt ein bisschen was Spannenderes. Ne? Wir machen viel solche IPAs, weil die Leute das einfach. Also, es gibt so die Leute, die sowas noch nie getrunken haben. Die sind immer geflasht. Und dann gibt es so die Craft-Bier-Trinker und die stehen halt voll auf so einem Kram. Deswegen machen wir immer viel, viel IPAs. Und wir haben jetzt so eine Mischung. Wir machen jetzt nicht nur New England IPAs. Es gibt ja auch einige Brauereien, die nur solche Biere machen. Wir machen immer auch ab und zu mal Biere, die ein bisschen bitter sind, die ein bisschen so einen Hopfenbiss drin haben, dass man so eine gesunde Mischung hat. Aber tatsächlich sind das auch die Biere, die sich immer von den besonderen Bieren immer am schnellsten verkaufen. Deswegen machen wir die natürlich ganz gerne. Aber es sind auch immer die teuersten in der Herstellung. Also dieser Hopfen, der da drin ist, halt sauteuer. Gerade so die kleinen Mengen, die wir kaufen. Hopfen ist auch sowas, das ist wie Drogendealer, die Hopfenhändler. Die tun immer so, als ob sie die größten der Welt sind und alles immer mit Vorkontrakten und 3 Jahre in die Zukunft musst du die Hopfen bestellen. Und wenn du halt, dann gibt es noch einen Spot-Market, heißt das tatsächlich, also wo man so zu Tagespreisen kaufen kann. Und da kriegt man immer den zusammengefegten Scheiß vom Ende der Saison. Aber ja, was anderes können wir uns nicht leisten. Aber man kriegt trotzdem ganz gutes Bier damit hin. Das hatten wir auch noch nicht, oder? Der Hopfen als Drogendealer des Biermarkts. Ja. Breaking Beer. Breaking Beer. Das sind auch richtige Kartelle. Also es gibt, glaube ich, in Deutschland irgendwie 5, 6 große Hopfenhändler. Und die teilen sich den Markt auf, so für diese Spezialhopfen. Und wahrscheinlich, es gibt so, in Amerika gibt es, der ganze heiße Scheiß wird eigentlich in Amerika angebaut. Also diese Simcoe, Citra, Mosaic, wie sie alle heißen, kommen alle von daher. Sind auch inzwischen alle tatsächlich TM, also die größten Dinger sind alle geschützt. Die Hopfenpflanzen, die kannst du hier nicht einfach anbauen, die würden hier sowieso nicht wachsen. Aber das ist einfach geschütztes Saatgut. Und aber das ist halt das, was nachher diesen Geschmack ins Bier bringt. Und wahrscheinlich sind es auch noch irgendwie große Kooperativen, die dann mit den gleichen Händlern zusammenarbeiten. Und da gibt es eben so ein paar Händler, bei denen man einfach kaufen muss und die können letztendlich ihren Preis nehmen. Also mal so zum Vergleich, ein richtig geiler Hopfen aus der Hallertau, wie wir jetzt für das 04321 verwenden. Die Hallertauer Tradition, der diesen super schönen grasigen Noten gibt, da kostet ein Kilo, weiß nicht, 10 Euro, 12 Euro. Und da brauche ich für so einen ganzen Tank, 1000 Liter, brauche ich irgendwie, weiß nicht, 2 Kilo davon. Und wenn ich für dieses Probefahrt eben diese coolen Hopfen, amerikanischen Hopfen, die ich nehme, da kostet ein Kilo 35 Euro und ich brauche aber 10 Kilo davon oder 15 Kilo. Und das macht einfach auch den Preisunterschied letztendlich aus bei solchen Bieren, warum die einfach teurer sein müssen als diese einfachen Biere. Und weil wir es auch nehmen können, weil die Leute das bezahlen. Ja,
Ja, was gelernt. Ja, ich sehe da schon eine Netflix-Serie drin. Also ich glaube, ja, mal was Spannendes drehen, was viele Leute gucken würden. Der Hopfenparty. Breaking Beer finde ich. Breaking Beer, ja. Genau richtig. Den Norddeutschland gedreht. Genau. Ja, und dann über die bösen Amis hier, dann, die jeden Preis auch. Ein Death Metal-Analphabet erfindet einen neuen Hopfen, den er im Kieler Seitental vom Nord-Ostsee-Kanal. Ich glaube, die bauen ja auch Wein inzwischen in Schleswig-Holstein an. Dann müsste Hopfen doch auch funktionieren. Kaiser Wilhelm Hopfen. Ja, genau. Also ich habe tatsächlich mal Hopfen im Garten angebaut bei meinem Papa. So einen alten Bodenstanken hochranken lassen. Der Hopfen muss ja immer hochwachsen. Das hat ein Jahr tatsächlich relativ gut funktioniert mit einer echt ergiebigen Ernte. Also das war noch zu Hobbybrauerzeiten. Und im zweiten Jahr kam das Reh und hat die ganzen kleinen Knospen weggefressen. Da war das dann vorbei. Aber er hat, glaube ich, 10 Jahre gebraucht, um diesen Hopfen aus dem Garten rauszukriegen, weil der wächst so unterirdisch und kommt dann überall wieder hoch. Hat total geflucht 10 Jahre lang, mein Papa. Vielleicht mal den Jagdpächter anrufen und sagen, wir haben hier eine gute Stelle. Ja. Und das Letzte, was das Reh war ein halbes Pfund gehacktes Blei, Rehposten 10, das relativ schnell angeflogen kam. Aber gut, haben wir vielleicht Veganer unter uns. Ne? Oder Tierfreunde. Soll es ja geben. Also wir haben ja eben schon über Folterfleisch gesprochen. Können wir jetzt über Tierschutz reden? Nein, also ne, Tiere brauchen auch unseren Respekt. Da hatte ich neulich noch so eine, als ich mal wieder angeln ging, die dann, Fische sind auch Lebewesen. Ach, die 300 Fragen zum Thema Fischbiologie, die kamen wahrscheinlich aus dem Nichts bei der Fischereiprüfung. Aber gut, ein anderes Thema für ein anderes Mal. Wir sehen hier noch Musik. Die Angler unter uns werden jetzt alle so. Wir sind nicht so die Peter-Freunde, so ganz ehrlich. Also ich will mich auch von nichts ausnehmen, aber ich sehe nackt einfach nicht so gut aus. Deswegen setze ich mich nicht für Peter ein. Und so. Also ist einfach so, da weiß ich, was Sache ist. Ja. Ist lecker, das Bier. Also, richtig gutes Bier. Ja, ich habe euch ein bisschen eine bunte Mischung zusammengestellt jetzt für heute. Die ersten beiden waren ja so ein bisschen Standardbiere. Dann habe ich 2 hopfige drin. Und dann kommen jetzt nochmal wieder 2 ein bisschen vollmundigere Biere, vielleicht zum Schluss, dass man so ein bisschen Bandbreite hatte. Ich wollte jetzt nicht einfach 6 IPAs da reinschmeißen, das wäre ein bisschen langweilig. Wie kommt man eigentlich an deine Biere? Jo. Wenn man jetzt nicht nach Neumünster fahren will oder kann. Oder? Ja, eigentlich keinen Grund, nicht dahin zu fahren, oder? Die schönste Stadt der Welt. Naja, für Franken dann doch ein bisschen weit weg. Das nee, also ganz einfach, so wie ihr auch dieses Tasting-Paket bestellt habt, guckt bei uns auf die Webseite. Alles, was wir haben, ist auch immer im Webshop. Und wir haben ab 40 Euro Versandkosten frei, also echt günstig. Und kleines Preview, ab Montag, Dienstag füllen wir noch wieder, ich glaube, 5 neue Biere ab. Also Mitte der Woche gibt es ordentlich frischen Nachschub bei uns. Genau. Wenn ihr uns besucht im Internet, gibt es auch noch ein paar andere Händler, wo es unsere Biere gibt, aber natürlich aus der Brauerei ist immer am besten. Dafür vielleicht mal jemand den Link zum Shop in unseren Chat posten. Ja, Technik. Aber wird auf der Brauerei, findet ihr. Vielleicht noch 2 Hinweise aus den Chats. Also Marco schreibt, dass nördlich von Hamburg Brauderhopfen tatsächlich Hopfen anbaut. Also es müsste tatsächlich auch in Schleswig-Holstein gut funktionieren. Kennst du den? Ja, also beim Hopfen ist es tatsächlich so, der Hopfen braucht so je nach Jahreszeit eine gewisse Anzahl von Tag- und Nachtstunden, also eine gewisse Anzahl an Stunden, wo der Sonneneinstrahlung kriegt. Und die ganzen Hopfenanbaugebiete sind auch so ungefähr alle auf dem gleichen Breitengrad. Ist das Breitengrad oder Längengrad? Breitengrad. 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 Längengrad. Egal. Längengrad, genau. Längengrad. Whatever. Also auf der gleichen Breite. Breite. Also Kapstadt in Südafrika ist auf dem gleichen Längengrad wie wir. Aber nicht auf demselben Breitengrad. Exakt. Genau, dann ist es Breitengrad. Dafür sind Madrid und New York auf dem gleichen Breitengrad. Genau, Breitengrad. Ungefähr alle auf dem gleichen Breitengrad. Also Hallertau, hier wurde im Chat gesagt, Spalt natürlich, ja. Und dann geht es so ein bisschen, das eiert so ein bisschen, ist jetzt nicht eine ganz gerade Linie, aber in Tschechien wird viel angebaut, in Kent, in Südengland wird angebaut, Amerika, Yakima Valley wird viel angebaut und auf der Südhalbkugel genauso. Südafrika, Australien, Neuseeland, also ist jetzt nicht so genau der gleiche Breitengrad,
Jedenfalls gibt es so eine Zone, in der Hopfen funktioniert. Ich glaube, in Norddeutschland wird es vielleicht noch genau funktionieren, aber irgendwie hat sich es hier noch nicht durchgesetzt. Und jeder, der die Hallertau kennt, der mal so Ingolstadt mit dem Auto auf der A7 vorbeifährt, der sieht ja Gestelle, die da sind, wo die Hopfen dran hochwachsen. Und das ist so die ideale Gegend, wo Hopfen funktioniert. Und ich glaube, hier kommerziell hat es ja noch keiner wirklich gebracht, hier Hopfen anzubauen. War ihr schon mal auf Summer Breeze? Mhm. Weil da ist man dann ja direkt so um die Ecke. Also bis auf die Pinkelpause haben wir eigentlich außer dem Summer Breeze auch nichts gesehen, so richtig da unten, oder? Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wir haben das legendäre Foto aufgenommen, das es von jeder Band gibt, wo alle Bandmitglieder irgendwo stehen und pinkeln. Das stimmt, ja. Und dann gibt es bestimmt auch vom Black Metal. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Nee, wir haben ja keine Körperfunktion. Ach ja, ihr seid ja solche. Ja, genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, die Nosferatus dieser Welt. Wir haben da von der Landschaft gar nicht so viel mitbekommen. Und dann war auch die Zeit schnell rum auf dem Zimmerbüß, richtig? Ja. Richtig. Inklusive aller Abenteuer, gebrochenen Arm und allem, was, alles, was dazugehört, alles erlebt. Gebrochener Arm? Erzähl doch mal. Arm. Das war eine Begleitung damals auf dem Summer Breeze. Von also, was du erzählst, wir wurden angewiesen, keine Interne auszuplaudern. Das stimmt. Ihr redet ja jetzt nur mit mir. Ich kenne ja keine Namen. Es war eine Bandangehörige, die das Pech hatte im Dunkeln, weil ich lebe gerade auf einer Baustelle, bei mir wird gerade die U-Bahn erweitert. Da denke ich an Summer Breeze. Also es war sehr matschig und es war dunkel und unsere Angehörige ist dann ausgerutscht und hat sich tatsächlich bei diesem Stunt den Arm gebrochen. So richtig blöd und ich glaube, die hatte auch lange was davon. Und eigentlich, das hat gar nichts Lustiges, die Geschichte. Die ist einfach nur bierernst und dann waren wir noch mit ihr im Notfallzelt und so. Und ja, so, wir haben alle überlebt, ne? Aber das passiert halt auf Festivals auch, ne? Also Augen auf, wenn man nachts durch den Matsch läuft. Und so, ich denke, ich habe das genügend geschwärzt. Richtig, Kumi? Ja. Was sagst du, meine eure härteste Live-Tour-Festival-Story, was ist das? Unsere härteste Live-Tour-Festival-Story? Ja, also das Ding, was wirklich so... Wollen wir wirklich über unseren Bassisten so viel sprechen? Wir nennen ja keine Namen und Bassisten sind keine Musiker, das wissen wir ja. Ja, wir nennen ja auch nicht die Namen unseres Bassisten. Genau. Das Festival war es jetzt gerade gar nicht tatsächlich, aber also übernachtungstechnisch erinnere ich mich sehr gerne oder auch ungern zurück an, wo wir, ich weiß nicht mehr, wo das war, in diesem Farbenlackierlager irgendwie auf dem Fußball. War das nicht in Münster? Münster war das, glaube ich. Ne? Ich weiß wo nicht. Wir in einem Sputnik-Café gespielt haben. Irgend sowas, da war die Übernachtung, fand in irgendeiner Halle, garagenmäßig auf dem Fußboden. Und da wurden, glaube ich, Skateboards besprüht. Ja, ich glaube, zwei von uns waren auch direkt in diesem Sprühraum. Ja. Sind dann am nächsten Tag auch nicht gefahren. Und war noch benebelt, ja. Ja, das ist schon sehr gehirntauglich gewesen. Ja. Also das kann man so sagen. Das war eine gute Übernachtung. Ja. Ich kann mich auch an irgendwelche Übernachtungen privater Natur erinnern, wo es keine Vorhänge gab, wo wir vor dem Fenster gepennt haben. Über einen Techno-Club haben wir auch schon mal übernachtet. Das war auch so. Über einen Techno-Club, genau. Techno-Club, ja. Das war in Braunschweig, glaube ich. Das war auch so lustig. Boom, 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 genau. Boom, boom, ja, exakt, ja. Die haben aufgehört, als wir gesagt haben, wir wollen mal langsam losfahren. So, aber seitdem heißt unser Bassist auch Metal-Mann. Also seit dieser Braunschweig-Gig, das kann man auch dazu sagen. Ich glaube, das ist kein böses Interne. Ne? Ja, also das Metal-Mann, so darf man ihn auch nennen, wenn man ihn mal auf der Straße sieht. Sagt man so, hey, Metal-Mann! Und dann freut er sich. Dann fühlt er sich auch direkt angesprochen. Jetzt erkennt ja niemanden einen Bassisten. Ja, einfach jeden, der so ähnlich aussieht als Metal-Mann titulieren, da macht man nichts Falsches. Außer man kriegt auf die Fresse. Dann halt schon. Und warum jetzt Metal-Mann? Ja, das er wurde einfach, glaube ich, so, er wollte noch nicht, das darf man ja auch sagen, ein Taxi bestellen. Er wollte ein Taxi bestellen. Dürfen wir das sagen, dass er ein Taxi bestellen wollte? Er wollte ein Taxi bestellen. Er wurde halt von dem Knarkie so tituliert. Genau, das war ja ein Non-Metal-Mann sozusagen. Ja. Oder ein Post- oder nee, ein Pre-Metal-Mann, also den hat der Metal noch nicht geküsst. Und der hat dann. Der hatte unseren Bassisten als Metal-Mann. Also was soll er denn auch sonst sagen? Hey, Langhaar, Rauhaar, was weiß ich, das wäre ja nicht besser gewesen. Metal-Mann war eigentlich die zutreffendste Beschreibung. So. Also das, genau, Übernachtungen, dann diesen gebrochenen Arm. Was hatten wir denn sonst noch? Ich hätte natürlich auch noch irgendwelche Infusionsgeschichten. Wollen wir jetzt hören?
Ich guck gerade, ob du zusammenzuckst oder ob ich weiterreden kann, aber du zuckst nicht genug. Zuck nicht, also. Nein, also tatsächlich mögen manche von uns Bier auch so gerne, dass es teilweise an Unvernunft grenzt. Und dann hat man auch mal gecheatet im Sanitäterzelt und hat sich das Blut getuned. Mit Kochsalzlösung. Mit Kochsalzlösung. Ja. Genau, so kann man es vielleicht sagen. Also wir haben keine Namen genannt. Ja. Vielleicht war es auch niemand aus der Band. Ja. Man weiß es nicht. Man hatte noch Dinge zu erledigen. Man hatte noch Dinge zu erledigen. Genau. Nee, und dann konnten wir uns funktioniert das wirklich? Mit Infusion, dann kann man weiter trinken? In dem Fall hat es wunderbar funktioniert tatsächlich. Okay, das muss ich mir merken. Ja, also Kochsalzlösung, das machen auch viele Ärzte. Ärzte sind ja oft Alkoholiker. Und gerade die Chirurgen und so weiter und die Studenten. Wir haben viele Ärzte, die bei uns Gäste sind, regelmäßig. Ja, das glaube ich. Und die können sich halt wunderbar selber so eine Fusion legen und das machen die halt auch. Ne? Also ich kenne auch ganz viele. Wir haben tatsächlich ganz lustig. Wir haben einen Arzt bei uns, der ist jeden Freitag da, der schreibt Überweisungen für Stammgäste. Also wenn du bei uns eine Überweisung brauchst, dann kannst du auch freitags zu uns kommen, dann schreibt dir eine Überweisung. Ja geil, komme ich nächsten Freitag vor. Da sehen wir uns. Das kriegen wir trinken, bis der Arzt kommt, erhält so eine ganz neue Bedeutung. Sehr gut. Erinnert mich daran, wie ich mal mit Maniac unterwegs war, der in Backen sich ein bisschen von Mayhem, sich ein wenig auf der Bühne verletzt hat, weil diese Riesenklinge abgebrochen ist. Von der Bühne zurückgesprungen und dann direkt unten in seiner Hand. Aua. Und dann hat ihm, ich nenne mal keinen Namen, ein gewisser norwegischer Musiker von einer Oscar Band, der einen gewissen Hang zur Arroganz hat und ich sag mal alle. Nein, ist ja nur Boxfüße, ne? Satyr und noch irgendwas, aber egal, jedenfalls musste der in die Hand quetschen, weil er ein schlechter Verlierer ist und im Metal Quiz verloren hatte. Und dann tropfte Maniac wieder vor sich hin und das Blut ging irgendwie so schwallmäßig raus. Ich meinte zu ihm so, Sven-Erik, du musst da mal mit zum Sanitäter. Und er so, nö. Ich so, doch, guck mal die Pfütze da unter dir. Naja, okay, vielleicht kommst du mit. Da musst du also mitgehen. Dann wollten ihm die Sanitäter keine Nadel und Faden geben und ihn auch nicht zusammennähen, sondern nee, damit musst du ins Krankenhaus. Dann hat Maniac versucht, mit ihnen zu verhandeln und nein, gib mir einfach Nadel und Faden, ich mache das selber. Ich kenne Sven-Erik, er hätte sich auch selber wieder zusammengenäht, aber wollten die auch nicht. Sven-Erik dann so, naja, okay, Gunnar, du musst jetzt mit, ich habe keinen Bock, da allein hinzufahren. So, okay, toll. Also ab in so einen Krankentransporter, alle Krankenhäuser rund um Wacken belegt mit Alkoholleichen, also ging es mehr oder weniger, ich glaube, bis nach Pinneberg runter. Da haben sie dann wieder zusammengenäht und dann sind wir raus aus dem Krankenhaus. Menge drückt mir die Rechnung in die Hand mit den Worten, hier hast du ein Souvenir. Schön. Einmal kurz beim Festival angerufen, so, wir brauchen mal einen Shuttle für euren Musiker, der muss wieder zurück zum Festival. Haben die auch netterweise geschickt. Wieder zurück. Was macht Maniac? Springt aus dem Auto, schnurstracks zum Bier mit den Worten, hey, ich habe weniger Blut im Körper, das müsste jetzt eigentlich viel schneller knallen. Okay, Profi. So viel zu norwegischen Black Metal. Genau. War das das Jahr, wo der Schweinekopf ins Publikum gekommen ist? Ja, das war das Jahr, wo der Schweinekopf ins Publikum kam. Den hat mein Gitarrist von meiner anderen Band damals gefangen und zerrissen. Das weiß ich noch. Der war 14 damals. Ja. Das imponiert mir jetzt schon. Der fand ihn richtig geil. Also das war sein Highlight. Alle Peter-Freunde haben sich jetzt ausgeschaltet. Naja, das Tier war ja schon klar. Das hatten wir eh schon. Ja, wir müssen uns nicht weiter verstellen. Oh, man kann doch dieses arme tote Tier nicht. Wurst. Kommen wir zu. Wir haben bestimmt irgendwas auf der Liste, richtig? Du hast doch noch so einen Plan von irgendwas. Ich glaube, wir hatten jetzt 4 Bier, oder? Bisher hat einer mitgezählt. So ist es, ja. 12 haben wir stehen. Und Gunnar, eine Nachricht an dich. Strata ist auf Facebook aktiv. Wenn du dem mal den Zoom-Link schickst, vielleicht kommt er noch dazu. Schickst du mal den Zoom-Link? Strata. Der ist schon wieder immer sonderbar. Wie immer, dann kriege ich nichts. Naja. Ist halt Death Metaller, soll man da sagen. Nein, er hilft ja nichts. Ich glaube, Henning könnte uns jetzt schon das nächste Bier erklären, beziehungsweise uns erstmal sagen, was ist denn das nächste Bier? Henning? Einmal unmuten, ganz kurz. Ich war kurz verwirrt. Ich glaube, das nächste ist das neue Münsterrator, das mit dem Schwein drauf. Das müsstet ihr haben, ne? Ein Bier mit einem Schwein drauf. Ja, mit einem Wildschwein ist es. Ja. Ja, ein Wildschwein. Ich muss mir jetzt einmal kurz aus dem Kühlschrank selber holen und sofort wieder da. Allerlie, was mich daran erinnert, dann könnte man eigentlich auch mal, wir hätten ja mal Tom Angel Ripper einladen können, geht aber nicht, der trinkt gerade kein Bier.
Was ist denn da los? Der trinkt gar nichts. Er trinkt gar nichts. Ist das der bierlose Januar? Oder endet das irgendwann? Nee, der trinkt schon seit Monaten keinen Alkohol. Das ist seit über einem Jahr, ne? Ja, es ist unfassbar, aber. Tja, einmal mit Profis, ne? Ja. Gibt's das? Ja. Habt ihr auch irgendwas zu knabbern? Wir haben Chips, Salzstangen, hier, sowas haben wir richtig geil. Also alle, die es nicht haben. Ich meine, die echten Profis schieben ja auch immer mal ein Wasser dazwischen. Ja. Ja, da sind wir jetzt noch nicht zu gekommen. Nee. Die kleine Kochsalzlösung. Ist auch so weit oder eben Infusion. Ja, wir gehen nachher alle unter das Waschbecken und machen einmal den Hund mit der Zunge und dann sind wir wieder hier super stark. Echt? Oder natürlich nochmal das Arbeiterbier. So wie Death mit das Arbeiterbier. Das wird uns wieder auf Fahrt bringen. Dann sind wir wieder, also erst das Probefahrt und dann es ist ja wie ein Es ist ja wie ein kleines Frühstück, sozusagen das Knoppers für den Biertrinker. Ja, und es ist weg. Und jetzt kommt das Bier mit dem Keiler drauf, mit dem Bronzekeiler. Ich hatte das eben kurz falsch in den Chat reingeschrieben, jetzt kommt das ja. Ich hatte es durcheinander gebracht, was ich reingepackt hatte. Also alle, die jetzt das andere Bier geholt haben, nochmal schnell lossprinten. Das Bier mit dem Keiler ist angesagt. Mhm. Das kommt nicht aus Hardenberg. Nee. Also das, was wir jetzt als nächstes haben, ist ein heller Doppelbock. Also Doppelbock hat ja häufig diese Nachsilbe Arthur. Es gibt ja den, wie heißen die alle aus Bayern, Maximator, Masturbator gibt es inzwischen auch schon. Salvator, ganz bekannt. Dominator. Genau. Und wir haben jetzt den Wittorfator. Nee, Neumünsterator, sorry, schon wieder falsch gesagt. Weil wir haben auch den Wittorfator, ich habe den mir fälschlicherweise geholt. Das ist unser dunkler Doppelbock, den habe ich aber nicht reingepackt, sondern den hellen. Das ist gut. Genau, und dieses Schwein drauf, kurz zur Geschichte, der steht bei uns im Tierpark in Neumünster, so eine Bronzestatue. Und jeder, der in Neumünster aufgewachsen ist, hat halt ein Foto, wo er auf diesem Schwein sitzt. Deswegen ist das für die lokalen Menschen bei uns so eine ganz bekannte Statue. Und man sieht auch, die Ohren sind so abgegrabbelt, weil die Leute da mal anfassen. Also was Ähnliches haben wir bei uns in Hamburg-Harburg auch. Wie hat das hingeschrieben? Und? Wildpark Schwarze Berge. Da war ich noch nie. Die haben auch so ein Wildschwein und da habe ich auch ein Foto, wie ich drauf saß. Da war ich aber schon erwachsen, als es entstanden ist, dieses Foto. Ja, naja, du bist das mit deiner kindliches Gemüt und so. Ich habe da auch schon mal zwischendurch wieder drauf gesessen. Das wäre eigentlich cool, ne? Also. Wobei es sind ja die bayerischen Starkbiere, also die Münchner Starkbiere, die diese Torendung haben, die Dominator, Salvator, blablabla, Tor und sowas. Ja. Genau das ist jetzt so ein Bier, was Kopfschmerzen gibt. Wow. Danke, vielen Dank. Schön, dass du uns das schon mal im Voraus sagst. Jetzt erstmal so viel davon trinken. Dann kannst du weiter erklären. Und cheers. Hoch genau. Die Tassen. Prost an euch. Auf welchen Sheet? Ja, genau meine Wellenlänge. Hirnfrost. Also, für die Menschen, die das nicht genau kennen, den Begriff Bockbier und Doppelbock. Der wird in Deutschland nicht nach dem Alkohol festgemacht, sondern nach der Stammwürze. Bierbrauen funktioniert ja so, dass man während des Brauens die Stärke aus dem Gerstenkorn umwandelt in Zucker und den Zuckergehalt nach dem Brauen kann man messen. Und ein normales Helles hat so ungefähr 12 Grad Plato Stammwürze und ein Bockbier muss mindestens 16 haben und ein Doppelbock mindestens 18. Und mit diesem 18 Grad Plato Restextrakt kommt man ungefähr auf 7,5 bis 8% Alkohol immer so um und bei. Und ganz klassisch beim Doppelbock ist, dass der eine schöne Restsüße hat. Die einen mögen das, die anderen nicht. Also das Bier schmeckt auch wirklich ein bisschen süß. Und wir haben ein bisschen mehr Hopfen dahin zugegeben, damit man das so ein bisschen kontert, dass es nicht zu süß wird. Aber man merkt tatsächlich die Röstsüße dabei und die Röstsüße ist meistens auch das, was den Kopfschmerz bringt. Ja, plus der ganze Alkohol, der da drin ist, ne? Schön. So, während ich jetzt mal für kleine Kormorane gehe, übernehmt ihr das mal mit dem Moderieren, weil das traue ich dem Hessen jetzt nicht unbedingt zu. Meinst du nicht? Bitte? Nee, ihr macht das jetzt mal. Achso, ich bin dann gleich wieder da. Ja. Ihr moderiert jetzt einfach weißt, mal. Weißt du, wo du hin musst? Lenny, willst du dich auf den Chefsessel setzen? Nee, ich gehe jetzt hier so rüber mit meinem breiten Arm gegen meine Schulter bestimmt. So, jetzt können wir mal Tacheles reden. Spaß. Nee, es ist sehr schmackhaft. Also wahrscheinlich hätte Gunnar uns jetzt gefragt, wie wir dieses Bier finden.
Ich finde es tatsächlich lecker. Bisher kann ich den Kopfschmerz noch nicht schmecken. Aber ich werde mich morgen bei dir bedanken, wenn ich mit meiner Tochter schwimme. Und da werde ich kurz an dich denken, wenn es mich so richtig wegzieht. Ja, meine Tochter ist 5, das heißt, sie ist spätestens um 7 wach. Ja, spätestens. Aber ja. Um 8 waren sie noch früher wach. Das ist noch schöner. Aber der würde das Bier ganz gut schmecken, weil es so süß ist. Ne? Ja, nee, also tatsächlich ist es für ganz typisch für so einen Doppelbock, dass es süß ist. In Deutschland gibt es relativ wenig helle Doppelböcke. Das ist eher selten, meistens sind sie dunkel. Und dann haben die noch diese sehr malzige Note mit drin, dieses dunkelröstige. Aber da wir das Hinselmann mit drin hatten, hatte ich gedacht, wir nehmen mal den hellen Doppelbock. Hast du denn eigentlich privat eine Präferenz, was du jetzt aus den bisher getrunkenen Bieren am allerliebsten trinkst? Nee, privat trinke ich gar kein Bier. Ich trinke immer nur beruflich. Es ist so wie ich, der gar kein Herzmittel wird privat. Ne? Guck mal, das wird Gunnar jetzt freuen. Ich bin aber eigentlich immer im Dienst, das heißt, ich bin eigentlich immer betrunken. Nee, tatsächlich hängt mein Herz an dem Trick 17, mhm. Weil auch das ist das einzige Bier, wo ich das Rezept selber entwickelt habe. Nee, also ich kann alle Biere gut trinken, ich finde aber, das Trick 17 ist so muss ein Bier für mich schmecken. Und dieses Bier schmeckt tatsächlich am besten, wenn man es in einem Halbliterglas, in einem Pintglas im Biergarten trinkt. Weil dann riecht das so nach Hopfen und in der Nase und man fühlt sich so dieses auf der einen Seite fruchtige, auf der anderen Seite dieses harzig-denk, so ein bisschen Richtung dieser grünen Pflanzen, die man am Bahnhof kaufen kann. Das ist total mein Geruch, den mag ich total gerne. Und deswegen ist Trick 17 so eins meiner Lieblingsbiere in der Brauerei. Aber ganz ehrlich, wir trinken ja öfter mal ein Feierabendbierchen und wenn du den ganzen Tag mit diesen besonderen Bieren rumtrinkst, brauchst, probierst, machst, am Ende trinkst du doch ein helles zum Feierabend. Also ein einfaches Bier, was nach Bier schmeckt. Das 04321 ist das, was wir am meisten trinken. Hm. Wir haben gerade noch von den bisher kredenzten Bieren, der Favorit ist. Und Trick 17 ist es. Das ist mein Favorit, ja. Ja, würde ich genauso sehen. Was? Ich finde eindeutig, der Bock knallt richtig gut. Der Bock knallt, ja. Also mir ist es zu süß. Ich mag einfach keine süßen Getränke. Ja, kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, es ist mir zu süß. Boah, ich finde immer so einen schönen Doppelbock. Also süß kriegt mich immer, das ist das Problem. Ja. Ja, also er ist so ein ganz bisschen untypisch, weil er so ein bisschen... Er geht schon so einen ganz kleinen Tick in so eine Richtung belgisches Bier, finde ich. So ein Triple oder sowas. Ne? Also ein Triple ist trockener, das hat nicht so viel Restsüße, aber es geht so einfach von der Gärung vielleicht, also bei Bockbieren untergärig sind wir halt nicht so super fit mit der Hefe. Vielleicht ist das noch nicht der beste helle Doppelbock, aber es geht schon so einen ganz kleinen Tick in so eine Richtung belgisches Bier, finde ich. Einfach sehr süße. Habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, was heißt das eigentlich genau? Trippel oder es gibt auch wie Quadruppel oder bei belgischem Bier sehr oft. Alkoholgehalt. Ja. Ich glaube, die machen das tatsächlich am Alkoholgehalt fest. Also es gibt ja das Double, das hat meistens so 6,5%. Das Trippel hat meistens um die, ich weiß nicht, 8 oder so. Und das Quadruppel so zwischen 9 und 10. Ah, okay. Und bei den belgischen Bieren ist halt eine Besonderheit, dass die viel Zucker verwenden. Und das hört sich erstmal widersinnig an, aber Zucker macht, dass das Bier weniger süß schmeckt. Okay. Weil bei einem Malzzucker, also wir verwenden bei diesem Bier zum Beispiel keinen Zucker, sondern nur den Malzzucker, den wir halt aus der Stärke gewinnen, aus dem Gerstenkorn. Und der hat immer einen Vergärgrad, also 70-80% des Zuckers vergären. Das heißt, 20% sind unvergärbare Zucker, die immer drin bleiben. Wenn man jetzt aber Zucker hinzugibt, also Haushaltszucker, Kandiszucker, der hat einen höheren Vergärgrad. Der hat halt einen Vergärgrad von 90-95%. Das heißt, die Hefe verstoffwechselt einen viel größeren Anteil des Zuckers. Dadurch hast du weniger Restzucker in dem Bier drin und das Bier schmeckt trockener. Also ist erstmal widersinnig, aber die geben Zucker drin und das Bier schmeckt trockener. Und deswegen sind halt diese belgischen Biere so super gefährlich. Wenn du dir ein Triple reinziehst oder so ein Duvel, ist ja so ein ganz bekanntes Bier, ich glaube, das hat 8,5% oder so. Habe ich letztens auch erst in Gent wieder ausgetestet nach dem Sport. Schön durchgeschwitzt, 3 Duvel getrunken, aufgestanden, umgefallen.
Die trinken sich halt wie so ein deutsches Pilz. Und als Pilztrinker denkst du, oh, drei Bier kann ich immer wegverhaften. Und ja, aber die haben halt 8,5% Alkohol dabei und trinken sich super trocken, hopfig, richtig schmackofatzo. Aber haben halt dabei diese Power dabei. Und was kommt dadurch, dass sie Zucker reingeben? Unter einem Quadruppel fange ich gar nicht erst an. Ja. Das schöne Glas hier von einem belgischen Brauer hat mir auch der Kummer hier in die Hand gedrückt. Passt natürlich jetzt ganz hervorragend zu eurem Bier. Ja. Weil, ne, da haben wir die Belgien-Connection sozusagen, die wir auch schon bei Clucking Hen hatten, ne, die das letzte Mal auch im Start waren. Die gute Christina braut ja auch in Belgien. Und ich fand, das merkte man auch manchmal ein bisschen im Geschmack. Ich bin ein großer Fan belgischer Biere. Also ich auch. Sehr viele, sehr leckere, sehr großartige Kreationen. Rochefort, Quadruple. Rochefort 10, beste Bier der Welt. Die machen also auch eigentlich beste Bier der Welt, aber kaufe mir eigentlich jedes Jahr eine Kiste von. Gibt es bei uns im City immer zu einem echt schmalen Kurs. Was kostet eine Bottle 2,90 oder sowas oder 2,50? Kann man sich immer eine Kiste reinstellen, ganzen Winter über durchtrinken, hast du immer ein gutes Bier im Haus. Dann gibt es natürlich noch das legendäre Westfleterin. Ja. Das man nicht im Handel normalerweise kaufen kann, sondern da braucht man einen Kumpel wie Heavy D, einen Roadie und auch Soundmann und auch Fahrer und was weiß ich, Bandmanager, alles in einer Hand aus Belgien, der so quasi direkt nebenan wohnt, der einem das Zeug mal mitbringen kann. Da muss man hinfahren, um es zu bekommen. Das ist alles marketingtechnisch ganz großartig, aber die haben das ja nicht aus marketingtechnischen Gründen gemacht, sondern einfach. Ja. Es sind ja alles eigentlich Mönchsbrauereien. Ja, ja. Trappistenbiere, die haben diese, ich glaube, Achtecke, Oktagone ja, oder so. Ja. Daran kann man sie erkennen. Und die müssen also registrierte Trappisten sein, registrierte Mönchsbrauereien, damit sie dieses achteckige Logo tragen dürfen. Mhm. Und da gehört Westfleteren zu, da gehört Chimay dazu, da ja. gehört Leffe, nee, Leffe nicht, oder? Nee, Leffe nicht, das ist, gehört AB InBev, das ist ganz große Industrie. Okay, klar. Also, aber ganz hervorragende Biere auch, würde ich sagen, oder? Ja, also Trappistenbiere haben, wie du sagst, die Eigenschaft, dass die, ich glaube, das heißt unter Aufsicht der Mönche gebraut, also die müssen nicht selber rühren, aber halt irgendwie im Rahmen des Klosters. Und ich glaube, ein Teil des Gewinns geht eben entweder ins Kloster oder für wohltätige Zwecke. Also das ist schon eine tolle Sache. Und die Anzahl der Trappistenkloster, die Bier brauen, wächst ja auch wieder. Ja, tatsächlich. In Österreich hat einer aufgemacht, in den USA hat ein Trappistenkloster angefangen, Bier zu brauen. In den Niederlanden gibt es inzwischen welche. Und ich finde das super. Und diese Quadruple-Biere, diese dunklen Starkbiere, hervorragend. Weil in den Niederlanden gibt es ja La Trappe. Mhm. Das klingt wie ein Trappistenbier, ist aber keins. Hat nämlich nicht dieses achteckige Logo. Genau, aber Angers gibt es, das ist halt, das ist ein Trappistenbier. Stimmt. Also ich glaube, Bierfreunde können da noch viel explorieren, wenn sie dabei sind. Aber ich finde das ja richtig toll, dass ihr auch in Deutschland das hinkriegt sozusagen, ein trappistenartiges Bier zu machen. Nee, das war ja überhaupt gar nicht der Versuch. Also wir wollten ja einen hellen Doppelbock brauen. Also jetzt, wenn ihr sagt, ist was in die Hose gegangen, ich finde dieses Bier gut, das ist lecker, das war am Anfang noch hopfiger, noch bitterer, das passt besser zu dem hellen Doppelbock, aber es ist jetzt noch nicht unser bestes Bier, das haben wir halt einmal gebraut und da arbeiten wir jetzt weiter dran, das noch zu verbessern. Fand ich. Ja? Ja. Ihr seid wieder da. Ah, genau. Okay, wir waren eben komplett weg. Genau, was ich sagte, das helle Doppelbock, das haben wir zum ersten Mal gebraut. Das war jetzt am Anfang, das war halt nicht das Ziel, ein Trappistenbier zu brauen, also in der Richtung. Genau, das war am Anfang halt noch hopfiger, noch ein Tick bitterer. Das ist jetzt noch nicht die Endstufe, wie ein heller Doppelbock schmecken soll. Aber es ist einfach trotzdem leckeres Bier geworden. Ja, also ich finde auch, also wie gesagt, geht genau in meine Richtung. Ich bin aber auch ein großer Fan belgischer Biere. Schön geschmackvoll, da ist viel Volumen drin. Wenn es den Hals runtergeht, da merkt man, da trinkt man was und das ist nicht was. Ja, also unsere große Philosophie ist, dass die Biere halt immer trinkbar sein sollen. Also die sind nicht am Ende nicht zu extrem. Also man kann auch immer noch mehr Hopfen reinballern, immer noch mehr Alkohol, aber am Ende müssen die immer noch trinkbar sein. Und da arbeiten wir immer dran.
Ja, da habe ich bei Brauereien wie Omnipollo dann auch manchmal meine Zweifel, ob man das Ganze noch trinkbar nennen kann. Ja, aber die haben einen ganz großen Platz bei mir in meinem Herzen. Deren Motto ist ja Beer Everything, also aus allem kann man Bier machen. Und der schwarze Bier-Jesus, die machen das schon richtig gut. Also marketingtechnisch und was die aus Bier machen können und wie sie das dahinstellen. Die sind zwar manchmal extrem und auch am Rande, was wirklich Bier ist, aber die Firma ist, glaube ich, wirtschaftlich erfolgreich und machen das wirklich toll und machen ganz viel für den Biermarkt. Also deswegen kann ich nur anerkennen, dass die toll sind. Also wenn wir schon bei nordischen Brauereien sind, ich bin ein großer Freund von Calvisium, spätestens seit deren Satanic Panic, hier ist wieder der Black Metaller logischerweise, komisch. hat man was. Welche Brauerei, das habe ich nicht verstanden. Calvisium oder Cervisium. Ist auch eine Wanderbrauerei, die hatten in Oslo tatsächlich mal eine Kneipe eine Weile, aber die migrieren, also die wandern von einer Brauerei zur anderen. Mhm. Haben aber super spannende Biere, also die sind und exzellent. Also dieses, ich glaube, das Satanic Panic war das beste schokoladige Bier, das ich je getrunken habe. Ja, also viele schauen ja auch so ein bisschen herab auf Wanderbrauereien, aber das Schwierigste beim Bierbrauen ist ja das Verkaufen. Also das ist ja auch, das ist ja das, was die als erstes machen. Die sagen, wir machen uns erstmal einen Markt und wenn das funktioniert, bauen wir irgendwann mal eine Brauerei. Das sagen ja viele Brauereien. Und eine Brauerei zu brauen ist und zu betreiben und jeden Tag halt die Löhne zu bezahlen und die 1000 Sachen ist auch schwierig, aber ein Bier zu verkaufen ist halt genauso schwierig. Deswegen auch meine Hochachtung vor allen Wanderbrauereien, die unterwegs sind und sagen, wir fangen so an und machen erstmal einen Markt. Und wenn wir einen Markt haben, gucken wir, wo wir das Produkt herkriegen. Also wir unterstützen auch so ein paar Wanderbrauereien, die bei uns mitbrauen. Ganz großen Respekt vor den Leuten, die das machen. Also es gibt viele Wege, da hinzukommen und Hauptsache Bier ist interessant. Ist das eigentlich schwieriger geworden, ein Bier zu platzieren in der heutigen Situation, wo ja doch inzwischen sehr viele junge, frische Brauereien an den Start gehen? Merkt ihr das? Oder? Jo, die Frage ist halt, was ist dein USP? Ne? Also womit zeichnest du dich aus? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Und bei uns ist das Glück, wir sind relativ breit aufgestellt. Wir sind auf der. Ich habe schon 5 Bier ausgetrunken. Komplett. Naja. Prost! Wenn ich lalle, ist das die Schuld von dem Bier. Also, wir machen auf der einen Seite halt, wir sind wie gesagt die einzige Brauerei in Neumünster. Neumünster ist mit Umland gemeint, so eine Stadt von 100.000 Einwohnern. Wir sind die einzigen. Das ist halt ein unglaublicher Standortvorteil, den wir erstmal ausnutzen. Also, wir machen diese lokalen Biere. Und auf der anderen Seite machen wir halt Quatsch. Also irgendwelche hier Hazy IPAs und Fruchtsauerbiere und fast gelagerte Sachen, solche Scherze. Die kriegt man irgendwie so Craft-Maschine verkauft. Und ich glaube, jede Brauerei muss sich halt am Anfang überlegen, womit will ich denn durchstarten? Will ich die nächste Omnipolli sein? Will ich die Brauerei in Bergisch Gladbach sein? Will ich einen Mix daraus machen? Will ich bekannt sein für IPAs? Da gibt es jetzt schon 10 in Deutschland, die echt gut sind. Will ich eine Brauerei sein, die bekannt ist für fast gelagerte Sachen? Will ich die Death-Metal-Brauerei sein? Da gibt es in Amerika eine, in Deutschland gibt es noch keine. Also in Amerika gibt es tatsächlich eine Death-Metal-Brauerei. Die spielen den ganzen Tag im Tasting Room nur Death-Metal. Alle Label sind halt so mit, ja, ihr wisst ja, wie das aussieht. So stelle ich mir die Hölle vor. Henning, ihr habt ja das Bier für die Wacken Foundation gemacht. Wie kam das denn dazu? Ja, weil wir einfach die Besten sind in Schleswig-Holstein. Nein, einfach ein persönlicher Kontakt gewesen und ich kenne halt Arne, der die Wacken Foundation managt. Ich bin mit seinem Cousin zur Schule gegangen und irgendwie kannte ich ihn auch und der war öfter mal bei uns und dann hat er mal gefragt, wollen wir was zusammen machen und dann habe ich gesagt, ja, schwarze Dose geht los. Und dann haben wir ein Bier für die gemacht, für die Wacken Foundation und ja, das hat echt Spaß gemacht. Das haben wir jetzt mittlerweile zum dritten Mal gemacht. Gibt es auch aktuell noch im Webshop. Und hoffentlich, also ich mache das nur, weil ich irgendwann mal eine Freikarte für Wacken haben will. Das ist mein einziger Grund, warum ich das mache. Das dürft ihr nur Arne nicht erzählen. Das sollte ja jetzt klappen, nachdem du hier das Bier gemacht hast. Ja. Wo ist eigentlich Arne, könnte man an dieser Stelle fragen. Ja.
Who the hell? Ja, wo ist Arne? Claudia kann uns das vielleicht beantworten, würdest du wahrscheinlich nicht. Er wollte zuschauen. Ich weiß nicht, ob er es gerade tut und uns sieht. Hoffentlich nicht. Also wenn er mal Kommentar. Ich habe das nur gemacht, weil ich so gerne mag, Arne. Weil ich, dann gibt es Ärger. Ja, weil wir immer, wir machen halt relativ viele Besprechungen bei uns in der Brauerei. Also für jeden Sud so ungefähr 3 Besprechungen. Also 3-mal betrinken wir uns für einen Sud. Und das ist so der Grund, warum ich das mit ihnen mache. Nee, das ist einfach eine Spaßsache. Und hey, wenn man noch ein paar Euro für einen guten Zweck bei rauskriegt, alles gut. Macht Spaß. Das ist das Golden Health, kann man ja nochmal sagen, glaube ich. Ne? Genau. Wo wir hier gerade dabei sind, wie wäre es denn mal mit einem Endseeker-Bier? Und dann stellt sich die Frage, wie sieht das aus? Wässrig und ohne Geschmack, oder? Das müsste natürlich, wie sagt man, sinneserweiternd sein. Ne? Also der Endsucher, der muss natürlich auch mit seinem Inneren, mit seiner Seele verbunden sein, eigentlich so indianermäßig. Ne? Also so, du trinkst das und dann kriegst du dein inneres Seelentier. So müsste es eigentlich sein. Ja, ist wahrscheinlich eher im höheren Alkoholgehalt. Und im höheren Preissegment. Also ganz wichtig. Was Edles. Ja, ich bin für allen Scheiß zu haben. Also das unser Brauer ist der totale Metalhead. So, dann lass uns das doch jetzt mal einfädeln. Ich meine, wenn hier Metality schon mal was Sinnvolles macht, dann lass uns doch jetzt mal hier ein Endseeker-Bier festnageln. Ja, aber das macht man nur als Benefits für Metality. Läuft. Ne? Da ist jetzt Florian, schaltet sich jetzt auch sofort rein. Vertriebsweg Metality und Endseeker-Bier. Wie wollt ihr denn das Bier haben? Schwarz, weiß, dunkel, hell? Ich persönlich eher hell, tatsächlich. Wir könnten auch Trick 17 einfach umlabeln. Also stimmt, da, das ging. Also geil wäre eine Mischung aus Trick 17 und der Probefahrt. Das wäre so. Das wäre stark. Das also wär, ja, das waren, glaube ich, bislang auch bei uns beiden so die Favoriten. Ne? No, Rizzo würde sagen strong. Ja, aber das geht los. Ich kenne das sehr gut. Ja, dann ja. Würde ich mal sagen, Florian, du kümmerst dich drum, ne? Dass es dem nächsten Endseeker-Bier gibt. Wir schicken dir Songtexte, um dich zu inspirieren, während ja, das großartig, ja. Was in unseren Seelen so vor sich geht und du den Schmerz fühlst, ja. Was nicht Black Metal spüren kann. Ah. Okay, geht das schon. Also, ja, geht los, würde ich sagen. Prost, ich habe noch genau einen Schluck, den trinke ich jetzt, um zu schweigen. Das ist ja das Hauptproblem eigentlich des Death Metal, dass er emotional auf der Nullachse agiert. Da ist einfach nichts. Nullachse ist auch ein schöner Biername, finde ich. Du glaubst ja nicht, dass ich eure Texte lese. Ja, aber jetzt ja schon. Warum? Ja, also hast du gerade gehört, wie er den Schmerz fühlt. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Du bist in der Fremdwohnung. Was denkst du? Emotion beim Death Metal, das geht schon. Ne? Was haben wir vorhin gelesen? Folter, Terror, Herz. Nee, das war, glaube ich, die Käseschneide, Tod durch die Käseschneidemaschine bei der Käsetheke. Das wurde uns nahegelegt, da mal einen Text zu schreiben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen über unserem Niveau. Das wäre zu schwer. Käse. Käsereibemaschinen, ja. Das wäre schon echt brutal. Niveau ist keine Creme. Niveau ist keine Creme, oder wie wäre das? Ja, Niveau ist ganz schwer, ist unser Feind. Also da sind wir. Ja, bei uns auch. Ja, siehst du, passt doch. Quod erat demonstrandum. Als hätten wir uns gefunden, gesucht und gefunden. Also ich erwarte im nächsten halben Jahr ein Endseeker-Bier, das ist euch klar. Aber das trinkst du dann auch. Ich werde es auch trinken, während genauso wie Musik hörst und die Texte liest. Was mit dem Hören darüber diskutieren wir nochmal. Strata, wo bist du? Strata muss eigentlich da sein. Ich habe ihm die Koordinaten geschickt, ich gucke nochmal. Er sagt nichts mehr. Ich glaube, ich rufe den jetzt gleich mal an, wenn wir das nächste Bier holen, oder? Das kannst du machen, aber gerne schimpfen. Ja, genau. Ja, und sagen so hier, die Endseeker-Jungs sagen, wo ist der Herr Strata, der... Ja. Die uns das eingebrockt haben. Irgendwie schon 500 Mal. Ja, eben mir auch. Hier sitzen nur Verlierer. Ich würde hier ja nicht sitzen ohne den Herrn Strata. Wir haben alle verloren an diesem Abend. Sehr gut. Erinnert mich an Warten auf Bordeaux, aber gut. Ist das jetzt schon das letzte Bier? Anderes kann uns nicht. Wir sind, glaube ich, beim letzten Bier. Und wir haben noch Weingummis. Wir überziehen ja auch nie, deswegen überziehen wir auch jetzt nicht. Aber wir stellen uns natürlich jetzt die Frage, welches ist das letzte Bier? Ich vermute, es ist nur noch eins im Kühlschrank. Wahrscheinlich. Kummi, sag doch mal was. Genau. Ich hole das gleich mal, aber ich dachte, er möchte... Genau. Ich sag was dazu. Ich möchte kurz ansagen. Jetzt kommt die schwarzbunte, ein Vanilla-Mix dort.
Ich muss eine ganz große Entschuldigung aussprechen. Die Leute, die in dieser Woche bestellt haben, bei denen, wir haben ein ganz bisschen knapp kalkuliert mit der Schwarzbunte, die haben ein anderes Bier da reinbekommen, aber was eigentlich viel geiler ist, das ist der Fangschuss. Also das Bier kostet bei uns, glaube ich, 3 Euro, das kostet 6 Euro. Ich habe das für 6 Euro. Wir kriegen jetzt das 3 Euro Bier? Ihr kriegt das 3 Euro Bier. Verstehe. Okay. Ah, Henning, darüber reden wir nochmal. Und guck mal, geh mal das Bier holen. Ich hole das mal. Und Weingummis. Genau, Weingummis. Also wer diese Woche bestellt hat oder so diese Woche ein Paket bekommen hat und keine Schwarzbunte drin hat, der macht bitte den Fangschuss auf. Ich sage auch gleich was zu dem anderen Bier. Man muss an der Stelle dazu sagen, das Bier hat diesmal einen reißenden Absatz gefunden. Wir sind quasi bei Rekordabsatz. Und es wurde einfach mehr bestellt als bei den letzten Tastings, was natürlich eine super Nachricht für uns alle ist. Herr Strater behauptet, er sei im Chat. Er möge sich mal melden. Strater, schalte ich mal frei und melde dich hier. Er ist schon da. Strater, ja, aber immer blättern. Einmal ins Bälleparadies kommen. Er spricht nicht mit uns. Strater! Sprechen Sie! Was ist da los? Ah, oh, die Stimme kenne ich. Ja. Der legendäre. Scheiß mal Modus der Technik. Ja. Okay. Du hast uns das eingebrockt. Wir leiden alle sehr. Oh, genau. Weingummis. Schaut euch das an, was wir hier essen müssen. Mm. Das sind echte Weingummis. Oh, schon ein bisschen bitter. Alter, das sind. So, Herr Strater, dann sagen Sie uns doch jetzt mal, warum Endseeker eine der wichtigsten Death Metal Bands Deutschlands sind. Was hat das denn jetzt mit Bier zu tun? Was soll ich dazu sagen, oder? Aber ganz einfache Erklärung ist, der Lenny ist unter 50, deswegen ist er super wichtig. Ist gut. Hm. Das ist auf jeden Fall der Nachwuchs. Hm. Cheerio. Siehst du? Ja. Die anderen bestimmt auch unter 50, außer dem Ben, der hat so viel Bart, der ist näher am Gunnar. So, eins kann der Herr Strater natürlich jetzt nicht. Das ist dieses Bier hier aufmachen, das wir jetzt aufmachen. Und Strater, damit du es nur weißt, das Bier ist schwarz. Das passt ja zu dir. Bitte? Soll ich was sagen zum Bier? Ja, sagen wir was zum Bier. Genau, Vanilla Milk Stout. Stout kennt ihr, ein dunkles Bier, ursprünglich aus England. Also mit viel Röstmalz, deswegen ist es so schwarz. Irland bitte, nicht England. Passt bestimmt zu Weingummi. Boah, er ist aus England, aber dann mit Irland, da können wir drüber streiten. Okay, bei diesem Bier Vanilla Milk Stout, weil wir Vanilleextrakt noch und echte Vanille hinzugefügt haben und außerdem noch Milchzucker, was ein bisschen vollmundiger und ein bisschen süßer macht, weil Milchzucker nicht vergoren werden kann durch normale Bierhefe, weil das ein langkettiger Zucker ist. Genau. Ist jetzt nicht ganz so fett vom Mundgefühl wie der Doppelbock vorher, aber ich dachte, wegen der Vanille machen wir den zum Schluss. Hier, ne? Ihr könnt natürlich nicht anfangen zu saufen, bevor wir anstoßen. Jesse. Hoch die Tassen. Prost. Cheerio. Strader, ich hoffe, du hast irgendein Bier. Cheers. Das würde mich sonst sehr traurig machen. Natürlich. Jo, hallali, Laktose. Prost am Tisch. Also wenn jemand Laktoseintoleranz hat, sollte er es nicht trinken. Zu spät gesagt, aber. Jo, die Laktose ist dann doch deutlich zu merken. Genau, also es hat eine gewisse Süße dadurch. Und vielleicht, ich sage nochmal kurz zwei Worte für alle, die die andere Dose bekommen haben. Ich habe jetzt einen echten Leckerbissen bekommen von uns, weil ich leider nicht ganz genug von der Schwarzbunten hatte. Da irgendwie fehlten da 10 Dosen oder 15 oder sowas. Also die letzten 10 Bestellungen haben dieses Imperial Stout bekommen. Und zwar ist es ein Double Mash Imperial Stout mit sagenhaften 10,5% Alkohol. Was? Also das Ding ist richtig schokoladig, vollmundig, fett. Und ich habe es nicht in alle Pakete reingepackt, weil es einfach zu teuer war. Aber derjenige, der das bekommen hat, ihr habt eigentlich kein Pech gehabt und ihr habt Glück gehabt. Also wir haben beschlossen, dass du den Herrn Kummer nochmal so drei davon schicken musst. Was geht los? Und trinken. Ich finde, das schmeckt schon sehr halb
teuer. Also, aber das ist nicht so doll, ne? Ich meine, das Wichtigste an diesem Bier ist, es ist schwarz. Also so wie meine Seele, so wie der beste Metal. Ja, wie der zweitbeste Metal. Ich gebe dir da der beste ist schwarz. Ich finde, zweitbester kann man da schon was. Wir haben ja auch schon ganz schön viel gequatscht. Herr Strater kann uns jetzt mal erklären, warum Death Metal in 2022 überhaupt noch relevant ist, oder? Ja, und warum es viel relevanter ist als warum es viel relevanter ist als Black Metal vor allem. Das haut ja sowieso nie hin, weil Black Metal ist das relevanteste. Genau, ihr merkt, dieses Bier hat ein bisschen weniger Kohlensäure, das ganz absichtlich als die anderen, damit es einfach ein bisschen cremiger schmeckt. Durch Kohlensäure wird es halt immer ein bisschen dünner. Und in der Brauerei schenkt man das auch mit Stickstoff aus, dass das so wie ist wie Guinness mit dem schönen fetten Schaum um drauf. Aber es ist absichtlich mit einem Ticken weniger Kohlensäure, damit es so ein bisschen cremiger wird. Hm. Ein schönes Dessertbier, würde ich sagen. Jo, deswegen zum Schluss. Ja, ja. Ich fand ja die Kuh so süß, die auf dem Cover drauf war. Ja. Das Foto auch selber gemacht? Oder? Nee, Adobe-Stock-Foto. Ah, geklaut. Ich hatte ganz viele Kuhfotos, weil tatsächlich, ich wohne auf dem Dorf und hinter sind Kühe, aber die haben alle mal scheiße geguckt. Aber ich meine, eins muss man der Kuh lassen, die sieht aus wie Abba. Hat das gleiche Crossband. Die hat mich so überzeugt, auch beim Unboxing. Als ich die Dose gesehen habe, da dachte ich gleich, die Kuh muss ich trinken. Abba. Ja, sofort. Abba. Das ist übrigens das Lieblingsbier von meinem Papa momentan. Ja. Mein Papa heißt eigentlich Gerhard, wird in der Brauerei immer nur Luigi genannt, weil er bei uns die Pizza backt im Gastraum. Und er trinkt immer so 7 bis 8 Schwarzbunte dann abends bei uns. Zum Schluss ist die Pizza immer ein bisschen röstig, aber das gehört halt dazu. Wir müssen noch mal vorbeifahren, oder? Ich finde das gut, am Freitag habe ich gehört. Warum sollte man freitags bei euch vorbeikommen? Ja, freitags ist immer der Stammtischtag bei uns, das ist immer der beste Tag. Also wir haben donnerstags, freitags und samstags die Brauerei, den Ausschank geöffnet für Besucher. Und die anderen Tage ist eben Produktion bei uns. Wir haben so ein bisschen Multifunktion. Das heißt, unter der Woche ist da die Fläche halt belegt mit Abfüllanlage, Brauerei und so weiter. Und Donnerstag Nachmittag machen wir mal alles sauber. Und Gäste empfangen wir dann Donnerstagabend, Freitag und Samstag. Fahren wir da mal hin? Ja, genau. Ich bin dabei. Genau. Ein Sneaker-Release-Bier, ne? Der uns fährt. Leider unser Bassist. Nee, hier ist Zug aus Hamburg. Nach Neumünster, 50 Minuten. Wir können auch einen Zug nehmen. Zug. Habe ich schon mal von gehört. Ist das nicht dieses Ding? Gruppenkarte. Jo, wir holen euch ab. Die wollen das ab. Geil, hier schade. Läuft, wir kommen. Sehr gut, ja, das wäre eigentlich eine Maßnahme. Ja, das ist eine Maßnahme. Wir haben das jetzt beschlossen. Diese Gurken erinnern mich gerade echt an Freibad, wo man sich diese Gummitüten zusammengestellt hat. Das ist ein Ort-Topic. Ja, wir haben jetzt ja diese, also tatsächlich, man kann dieses Bier auch sehr gut mit Weingummis zusammen trinken. Und saure Gurken. Und saure Gurken, also das lässt sich gut kombinieren. Also mit Braun ist mir noch geiler, aber Weingummis sind, glaube ich, ganz weit vorne. Mega. Läuft. Was würdest du denn eigentlich zu diesem Bier, das wir jetzt trinken, essen? Würdest du dazu was essen? Ja, Brownies finde ich am besten dazu. Aber keine Haxe oder sowas. Ich habe gerade voll Hunger. Also jetzt, wo du Haxe sagst, ich glaube, das würde auch super damit gehen, so eine Haxe. Das wäre schon geil, ne? So eine Haxe. Was tatsächlich relativ cool ist, damit ein Gulasch zu kochen. Du wirst es mir nicht glauben, ich habe heute Gulasch gekauft. Um es morgen zu kochen. Habt ihr noch eine Dose? Ein Kilo? Für, nee, doch, ja, habe ich noch. Aber ist, verkocht sich das? Also ich habe hier eine kleine Tochter, der möchte ich das noch. Ja. Okay. Wobei mir ja mal Soltan von Ektomorph gesagt hat, dass was wir Deutschen Gulasch nennen, in Wirklichkeit kein Gulasch ist, weil Gulasch ist eine Suppe. Was wir Gulasch nennen, heißt auf Ungarisch Pörkelt. Pörkelt. Genau, pökelt. So what? Pökelt. Soltan weiß Bescheid. Soltan knows best. Genau. Ja, also sag's nochmal. Also, falls irgendjemand noch einen dunklen Doppelbock zu Hause hat, das ist immer grandios für Gulasch. Damit ablöschen. Also Fleisch anbraten, Zwiebeln reinwerfen, ablöschen. Dann ein bisschen, Tomatenmark rein. Eine halbe Flasche dunklen Doppelbock, den Rest trinken. Der Alkohol verkocht sofort.
Also warten, bis es einmal aufgekocht ist, weil Alkohol verkocht ja bei 80 Grad unterhalb von Wasser. Deswegen einmal aufkochen lassen, dann können Kinder das auch essen. Ja, geil. Geht mit dunklen Bieren eh gut. Meine irische Ex hat immer so ein Guinness Guinness-Beef hergestellt. Ne? Guinness-Beef. Das klingt auch gut. Ich kenne sonst nur das klassische Bierhuhn. Das ist immer so ein bisschen, ja, sagt man, das gefehlte Hühnchen. Kennt ihr Bierhuhn? Ja. Also auf der Dose drauf, oder wie meinst du? Ja, das Dosenhuhn. Wir machen ja so einen Truthahn auf einer 5-Liter-Dose. Ach was. Ach, habt ihr das dokumentiert? Auch freitags? Wenn du kommst, ja. Die machen eins, ja, wir kommen. Ja, also wir kommen sowas von, sobald hier die nächsten Corona-Maßnahmen durch sind, ja, sind wir am Start. Finde ich richtig und gut. Ich bin dabei. Ein bisschen Vorlauf. Also wir sagen euch so 3-4 tatsächlich, kleiner, kein Witz, unser jetziger Brauer, den haben wir ja ausgebildet, der ist ausgebildeter Schlachter, also mit allem drum und dran. Also der ist... Läuft. Der ist Schlachter gelernt und dann Brauer. Also besser kann man es gar nicht haben. Und wir Freunde werden. Läuft, wir müssen Freunde werden. Wir kommen aber sowas von vorbei. Ja, Schlachter und Brauer. Und Bier. Und das Bier. Beste aus allen Welten. Beste aus allen Welten. Wenn er jetzt noch Bäcker wird, dann müsste ich ja kündigen. Das ist doof. Ja, weiß es nicht. Brot bringe ich aus Norwegen mit. Aus Bergen. Kolonial. Echt super Brot. Ja, wir sind jetzt eigentlich so relativ am Ende des Ganzen angelangt, da wir ja nie überziehen. Sollten wir jetzt zur Fragerunde kommen? Claudia, Nadine, was habt ihr an Fragen des Publikums angesammelt? Also ich habe nur noch eine an den Henning aus Twitch, ob du den Hopfen als Pellets verwendest. Ja. Genau, einfach die Frage, also es gibt, Hopfen ist ja eine Schlingpflanze, die wächst, sehr verwandt mit dem Marihuana. Man kann aber Hopfen nicht rauchen und man kann Marihuana nicht für Bierbrauen verwenden, habe ich mir sagen lassen. Also, wie auch immer. Hopfen verwendet man von der weiblichen Pflanze eben die Blüten. Die werden getrocknet und für Hopfen-Pellets werden die einmal geschreddert und dann so gepresst in so Pellets. Die sehen aus wie Hasenfutter. Die haben den Vorteil, dass die ein bisschen länger haltbar sind und in der Brauerei ein bisschen einfacher verwendet werden können, weil die sich nicht so voll saugen und deswegen nicht so viel Flüssigkeit aufnehmen, was man als Verlust hat hinterher. Und viele Sorten gibt es auch einfach nur als Pellets und weil die sich ein bisschen besser halten. Deswegen, wir verwenden eigentlich, haben wir schon mal Dolden verwendet? Nee, wir verwenden nur Pellets. Also 98% Pellets. Heißt das, ihr macht kein kaltgestopftes? Doch, doch, aber da kommen auch Pellets rein. Ah, okay. Also das ist, die IPAs, die ihr hattet, waren alle gestopft. Also das Trick 17 und das Probewart war sowieso Hölle gestopft, da ist richtig Hopfen drin im Tank. An die Bands sind keine Fragen in Twitch. Endseeker666 ist nämlich da gewesen und hat zwischendurch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wer war das denn? Wahrscheinlich war das Ben, der alles richtig gestellt hat, was wir hier versendet haben. Tatsächlich nehmen wir ja nur Müll. Und das muss man ja auch mal Butter bei die Fische. Wir sind ja, keine Ahnung, wir reden heute das eine und morgen das andere, weil wir eigentlich Politiker am Herzen sind. Also wir suchen uns einfach aus, was gerade am besten passt. Das mache ich auch so. Das haben wir. Ja, das funktioniert ja auch super. Die Leute vergessen das sowieso, was wir heute gesagt haben, morgen sagen wir es anders. Und wenn, ist das auch nur falsch interpretiert oder gar nicht so gemeint gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also, falsch zitiert ist auch immer eine gute Aussage. Ja, falsch verstanden, falscher Kontext. Ja. Funktioniert immer super. Aus dem Kontext. Hör dir mal das ganze Interview an. Also da ja die Frage aufkam, ja, uns hat diese Bier-Session total viel Spaß gebracht. Richtig cool. Bis also zu dem Punkt, als das mit dem Bier losging. Ihr habt schöne Biere gemacht auf jeden Fall, Henning. Also, danke. Vielen Dank, dass wir dich trinken durften. Müssen wir jetzt sozusagen, weil du bist jetzt personifiziert, wir verbinden den Geschmack mit deinem Gesicht. Dich trinken? Ja, das war ja für dich trinken. Genau, das ist auch so ein bisschen Metal-mäßig. Kommentiere das alles mal nicht. Aber das ist wirklich, was schöne Biere kreiert. Oh, cool, danke. Ihr habt schöne Biere kreiert. Ja, komm vorbei, Jungs, dann hauen wir mal auf den Putz. Ich habe jetzt doch noch eine Frage aus Twitch. Wo und wann ist der nächste Gig geplant? An Endseeker natürlich, nicht an Henning.
Also wir planen schon relativ früh. Das ist eine Frage, die uns nur die Corona-Lage beantworten kann, leider Gottes. Gott? Nein. Leider Satans. Okay. Ja, also, Satan sei Dank. Also, was soll man dazu gerade sagen in der momentanen Situation? Also geplant waren jetzt ja Ende Januar 2 Stück, im Februar auch wieder welche. Aber ja, wo denn? War das Niederlande? Niederlande. Der nächste wäre jetzt, meine ich, am 28. Januar in Den Haag. Und dann im Stetten. Dann im Stetten, wäre am 29. dann in Deutschland, oder? Ich weiß, ja. Am 4. Februar in Leipzig. Aber was und ob das tatsächlich, haben wir bislang selber noch keine Ansage, ob die jetzt stattfinden oder nicht. Natürlich gibt es eine Tendenz, was man jetzt irgendwie nicht. Wir müssen einfach flexibel sagen. Kann, also ist halt, der Erfahrungswert sagt, ja, dass wir, das glaube ich, unsere ersten geplanten Shows, wir haben ja auch eine Facebook-Seite, da haben wir einen Header, wo unsere ganzen Shows stehen. Also wen das interessiert, der soll auf diesen Header gucken und soll sich da irgendwie aktuell halten. Und ich schätze mal aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass wir vielleicht im April mal wieder irgendwie am Start sein können. So ist bisher mein Gefühl, aber ja, mit Glück im März vielleicht. Ja, vielleicht schon im März, aber wir sind ja alle keine Propheten. Habt ihr auch irgendwie so einen Weg in der Nähe von Bochum oder so? Weil der wird Kollege Strater ja aufschlagen. Dortmund. Da könnte ich direkt mal mit euch mitfahren. Ja. Nordoben, ja. Nordoben, ja. Da sind wir im Sommer eingeplant. Könnt ihr irgendwie mit euch mitfahren, oder? Ja. Das kriegen wir hin. Ja. Dann könnte ich mal Kollegen Strater endlich mal wiedersehen. Wir haben uns jetzt, glaube ich, auch schon irgendwie seit nicht gesehen. Ja, das hatten wir. Also im Ruhrpott ist Festival technisch halt, ich glaube, es ist im Juli, das Nord Open Air. Ja, ich glaube 18. oder sowas, Juli. Ich genieße auch die Ruhe. Genießt du die Ruhe? Warte mal ab, junger Mann, bis ich hier wieder vorbeikomme. Das war keine Drohung, das kam nur so klatsch drüber. Aus dem Kontext gerissen. Sozusagen, gewissermaßen. Ja, dann würde wo wir beim Blick in die Zukunft sind, ne? Aber wir können auch den Brauer für das nächste Tasting gleich mal aufrufen. Andi. Das nächste Tasting, Florian. Das nächste Tasting ist am 12. Februar. Und Andi, wenn du dich mal kurz vorstellen willst. Ja, servus, hört er mich? Ja, absolut. Ja. Man hört gleich, es ist ein Brauer aus meiner badischen Heimat. Ja, perfekt. Tatsächlich, ich bin der Andi aus dem Schwarzwald. Also ich hoffe, ihr könnt mich jetzt alle verstehen. Ich halte mich jetzt nicht zurück mit dem Dialekt. wir haben eine kleine, ich bin der Brauer quasi und der Eigentümer und der Geschäftsführer und überhaupt alles, weil ich bin ein Ein-Mann-Betrieb und ich bin in Personas Bierekle aus dem Schwarzwald. In genauer gesagt Lehe Oppenburg. Im Kinzigtal und also wir haben jetzt am 12. Februar unser Tasting mit Metality und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil wir haben euch bestimmt ein paar Biere mit beigepackt, die jetzt nicht ganz alltäglich sind, bestimmt wie ihr so wahrscheinlich schon hier getrunken habt. Wir haben aber nochmal eine ganz andere Schiene. Wir fahren sehr viele Biere Richtung Holzfass gereifte Biere, also Biere, die in einem vorbelegten Barrel-Aged, also in einem vorbelegten Eicheholzfass, das mit irgendeiner anderen Spirituose vorbelegt war. Quasi Biere, die man darauf anfasse. Und ansonsten brauchen wir Biere nach dem Reinheitsgebot und abseits vom Reinheitsgebot, wie alle anderen auch. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin jetzt momentan noch unterwegs, also ich sitze gerade im Auto. Kommt gerade von einem Tasting. Also ich habe mich da irgendwie so unterwegs noch reingeschmuggelt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Es gibt auf jeden Fall Neues zu entdecken, definitiv. Auch bei uns, auch bei unserer kleine Menge, die wir brauchen. Ja. Also ich freue mich ja mega auf das Bier im Lefroy-Fass. Also das muss mega cool sein. Also ich bin so ein großer Lefroy-Fan, das wird recht cool. Das wird definitiv auch eins der Highlights sein in dem Tasting, worauf ihr euch definitiv freuen könnt, weil es sehr, sehr komplex und sehr, sehr, also ein sehr krasses Alleinstellungsmerkmal hat. Also das sind wir zum Genießen, ja. Ich denke, wie heute Abend auch. Schwarzwald, da denke ich ja sofort an Imperium Decadence, Deutschlands schwarzwäldische Black Metal Band. Lafroy, da denke ich sofort an den 30-Jährigen, den mir Thomas von Nightwish mal in die Hand gedrückt hat. Florian. No, so sieht's aus. Und wissen wir dann auch schon die Band, Florian?
Ja, Band ist in dem Fall ein bisschen übertrieben. Es wird was ganz Besonderes und nicht so richtig Metal sein. Mambo Kurt kommt. Tada. Was heißt hier übertrieben? Ich meine, ein Mann, eine Band, oder? Ja, also genau. Also Mambo Kurt ist absolut ein Unikat. Und ich glaube, die meisten von uns haben ihn schon mal gehört und haben Spaß gehabt bei seiner Show. Aus der Abteilung, das wird ein Tasting. Klingt jetzt doch tief. Lafroig Bier und Mambo Kurt. Tja, dann sage ich schon mal danke. Wir freuen uns ganz besonders auch darauf. Und ich denke, dann können wir jetzt zum üblichen Ritual schreiben, dass wir das Ganze hier sozusagen zu einem Ende führen. Herzlichen Dank an die Jungs von Endsieg. Ja. Okay, Endsieger. Okay, Endsieger. Gut. Schon wieder. Muss man mal gesagt haben. Ja, also, danke. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Also das war unser erstes Bier-Tasting. Ich muss sagen, es war ganz fantastisch. Wir sind definitiv auf den Geschmack gekommen. Ja. Und werden jetzt mal gucken, an welchem Freitag wir mal nach Münster fahren. Wie kommt dann nehmen wir den da mit, auch wenn er uns mobbt. Aber wir sind ja nichts anderes gewohnt aus dem Bandbus. Also im Grunde ist es wie nach Hause zu kommen. Ich glaube, mit Gunnar Lange im Auto zu sitzen, ist wie nach Hause zu kommen. Ja, und vergesst nicht, auch Metality-Mitglieder zu werden, weil dann könnt ihr ständig an solchen tollen Bier-Tastings teilnehmen und lauter so spannende Biere kennenlernen, auch von verschiedenen Brauereien. Das werdet ihr Mitglieder bei Metality? Also, mir wurde immer gesagt von meiner Mutter, schlaf immer erstmal drüber, bevor du irgendwas unterschreibst. Ja, yeah, aber... Also, ich werde schlafen und dann werde ich entscheiden. Ich fühle mich erregt. Merkt man das? Ich guck mal, ich finde es tatsächlich so. Ich finde es gut eigentlich. Ich denke, das kann man, glaube ich, mal machen. Ich denke auch, aber ich muss trotzdem drüber schlafen. Ich finde es eine total geile Sache. Ich finde auch gut, was ihr für soziale Projekte. Ich habe ja vorhin die Schlafsäcke herausgehoben, aber ich finde es auch super, dass ihr an Barrierefreiheit bei Konzerten denkt. Also ich habe auch ein paar Freunde, die mit dem Handicap daherkommen. Und die dann auch mal fragen, wenn jemand in die Stadt kommt, hier spielt man in der Location und nicht in der, aber in die kann ich kommen, in die kann ich nicht kommen und so weiter. Und ich finde das total klasse, dass ihr also auch fernab solcher leckeren Bier-Tastings so richtig gute, gesellschaftlich wichtige Dinge verfolgt. Also das nochmal gesagt, richtig, richtig gut. Und das fordert natürlich, oder das sollte natürlich auch ganz breit supportet werden. Und ich denke, ihr werdet auch noch ordentlich wachsen. Also da einfach ganz fest von aus. Vielen Dank. Dass ich sozusagen in Schlagweite bin. Den kam vor meinem Herzen. Schlaft gerne drüber und wir werden dann nächstes Mal berichten, wie euer Schlafen ausgegangen ist. Sie haben eh keine Chance, das hat sich erledigt. Ich bedanke mich natürlich auch bei meinem hessisch-badensischen Co-Moderator. Sag was, Florian. Ja. Vielen Dank. War gut wie immer, ne? Also es ist nicht so, dass ich weniger gequasselt hätte als sonst, ne? Besonderen Dank natürlich auch alle, die im Hintergrund gewirkt haben. An erster Stelle erstmal Claudia und Nadine. Ja. Okay, wir müssen klatschen. Bleib im Hintergrund, wollte ich sagen. Mal einmal Beifall für Claudia und Nadine. Es gibt auch diese Reaktion. Ich bin mal so frei. Man kann klatschen mit Reaktion. Das solltet ihr alle mal machen. Hier, schaut mal auf uns. Zack. Crazy. Alle bitte noch schnell. Einmal das Icon. Und dann natürlich auch noch Shiran und Vincent, die ebenfalls hier munter im Hintergrund gewirkt haben und dafür gesorgt haben, dass die Technik läuft. Und ganz, 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 ganz besonderer Dank. Außer natürlich an Kollegen Strater, der immer vorbeigeguckt hat, aber Strater, wir reden noch. Aber natürlich an unseren jetzt nicht Meister, wie er meinte, sondern Braumagier, Henning. Herzlichen Dank euch. Herzlichen Dank an dich für diese super Führung, die du uns durch die Biere gegeben hast, durch die neuen. Wir haben, glaube ich, sogar wieder mal was Neues gelernt, oder? Über Bier. Ich habe die ganze Zeit Neues gelernt. Genau. Dass du uns wieder neue Dinge über Bier beigebracht hast. Und ja, Gunnar, selbst wir haben Neues über Bier gelernt, ne? Also, ich meine,
für eine Dose gebrochen hat. Genau. Lenny und Kummer haben ja das erste Tasting gemacht, aber Gunnar, wir haben das zehnte gemacht. Das heißt, wir haben noch Biertasting, endlich mal ein Blechtasting. Also selbst wir haben noch Neues gelernt. Also insbesondere die Probefahrt war was ganz Neues. Ja, und die Dosen. Ganz besonderen herzlichen Dank für Henning für diese leckeren Biere. Wir sagen dir rechtzeitig Bescheid, bevor wir den Truthahn und das leckere schwarze Bier, das du uns bisher vorenthalten hast, abholen kommen. Ajo. Aber Enziger, Sauermann werden demnächst in Neumünster aufschlagen. Da gibt es gar keine Zweifel mehr, oder? Ich bin da voll. Wir kommen vorbei. Wir rekrutieren noch einen Bassisten, der uns fährt, oder? Ich sehe und da wir, einiges auf uns zukommen. Und wir dokumentieren das. Und wir dokumentieren das, genau. Also, ne? Ihr seid ja auch auf Instagram unterwegs, ne? Ja, wir haben eine Instagram-Seite und sind da unterwegs. War auch ganz besonders toll, wie du Herrn Kummer nicht getaggt hast, sondern, wer war das noch? Den Haftclub. Ja, ich finde ihn einfach besser. Das ist mein richtiger Freund. Kummer ist ja nur aus der Not geboren. Mhm. Und ich habe einfach meinen richtigen, echten Freund vom Kraftclub getaggt. Ich vermute mal, der weiß sein Glück gar nicht zu schätzen, dass er von uns jetzt getaggt worden ist. und ihr seht, Kinder, die sind auch auf Instagram und TikTok unterwegs. Ja, auf TikTok tatsächlich unser Gitarrist wahrscheinlich. Auf jeden Fall sehen wir da immer den neuesten TikTok-Content im Bandbus. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also up-to-date bleiben, jung fühlen. Wir sollten noch über Groupies gleich in der Backstage sprechen. Aber das machen wir in der Backstage. Okay. Ganz besonders herzlichen Dank an alle und an Metality, die uns dieses Forum gegeben haben. Und für alle, die keinen Backstage-Zugang haben, nochmal die Erklärung. Backstage-Zugang bekommt man, indem man Metality-Mitglied wird. Dann kriegt man nämlich den Link zu diesem schönen Zoom-Call direkt in die Metality-App und kann sich live schalten, kann hier sich zuschalten und kann bei unserem Backstage-Call, der gleich weitergeht und eine richtig coole Afterparty ist, mitmachen bis in die Puppen. Also kurz und zusammengefasst, werdet Mitglied bei Metality, bestellt nochmal ganz viele Biere bei Henning, den Link habt ihr. Kauft euch Endseeker-Platten. Oh Gott, warum habe ich das gesagt? Distrata, das muss auch nochmal gesagt werden. Hält uns, linkt uns, tut sonst was. Wie auch immer, ganz besonders herzlichen Dank auch an alle, die dabei waren, die Geduld hatten, uns zuzuhören, obwohl wir hier wieder nur Unsinn gefaselt haben, wie immer, wie üblich. Und in der nächsten Folge Mambo Kurt und gefasst gelagerte Biere. Hallo. So, ich sage danke, tschüss und Shiran, schneiden Sie ab und ab in die Backstage. Shiran, schneiden Sie ab. Schneiden Sie ab. Sind wir jetzt abgeschnitten? Noch nicht. Weiß nicht, Shiran sagt uns Bescheid. Shiran, sind wir durch? Wir sind in der Backstage. Hallo und willkommen. Haben wir noch ein Bier? Weil wir brauchen noch ein Bier. Das kannst du mir, oder? Mahlzeit. Haben wir die ganzen Biere gesoffen? Ja, Mann. Du hast doch das Alkoholfreie im Kühlschrank. Alkoholfrei? Willst du mich vergiften? Ja, warte. Ich helfe noch. Ich nehme auch Whisky. Nee, tatsächlich, also. Ich weiß nicht. Gar nichts. Ich hätte gerne noch was, das erkläre ich dann noch kurz. Wohl Shampoos. Lieber auch. Shampoos ist eine harte Nummer. Ja, also wir könnten ja eigentlich feiern, dass wir das jetzt über die Runden gebracht haben, ohne dass sie mich umgebracht hat. Und du uns. Oder? Ich habe ja auch auf diese Assassin-Geschichte gedacht. Schöne Mitte einlegst, einlegst und dann sagst du, wie man es halt so macht, ist das Blut, obwohl Death Metal Blut würde dir wahrscheinlich nicht schmecken. Blut, Räuber, Saufen, Blut.